Ich werde auf jeden Fall nicht gesperrt. Ne? Da können die Muslime mich melden und tun, wie sie wollen. Die Muslime können mich nicht sperren hier drin in TikTok. Egal wie oft sie mich melden. Ne? Also ganz einfach. Mich kann man hier drinnen nicht sperren. Es ist unmöglich, sogar mich zu sperren, bin ich ehrlich. Und ich sage das sogar offiziell. Ne? Ihr könnt mich nicht sperren. Ja, an die lieben Muslime, ich denke, da muss man nichts mehr hinzufügen. Ich habe was Schönes für euch. Ich nehme jetzt mal meinen PC hier vor. Ne, und werde jetzt mal ein paar Scheinargumente von Flex, bist du involviert? Ich involviert, Umbi. Ich bin in viele Sachen involviert, wenn ihr wüsstet. Hey, aber Leute, ich muss auch ganz ehrlich sein, diese Pause, die hat mir wirklich gut getan, ja? Die hat mir wirklich gut getan. Also ich war jetzt 3 Tage lang nicht wirklich richtig live, 4 Tage lang. Und ich muss auch wirklich ehrlich sein, Leute, das hat wirklich, das tut gut, einfach mal eine Auszeit von TikTok zu nehmen. Und jetzt komme ich wieder zurück und ich komme sehr stark, ne? Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig für mich, ne? Ich muss auch wirklich ehrlich sein, ab und zu mal brauche ich diese Pause, Leute. Ihr dürft mir da nicht böse sein, wenn ich einfach mal eine kleine Pause nehme und vielleicht mal einen Tag lang vielleicht mal nicht live komme. Ich werde immer für euch da sein, meine Brüder und Geschwister, ne? Merkt euch das. Ich werde immer für euch da sein. Flex, mach Spendenkonto. Nein, 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 Monte, keine Spendenkonto. Ich mach das für euch. Wenn das freiwillig von euch kommt, ist es für mich ein Segen. Ja, ich mache jetzt keine Spendenkonto auf oder so. Leute, das ist nicht das Ziel hier drinne. Ne? Das muss ich erwähnen. Ne? Also das Einzige, was ich mache, ist, wenn die Unterstützung so reinkommt jetzt über TikTok, vollkommen okay. Ne? Da sage ich auch nichts, aber ich mache jetzt keine Spendenkonto und sage meine Brüder und Geschwister, dass die da spenden sollen und so. Das ist nicht nötig. Nein. Wenn das vom Herzen kommt, dann kommt das von Herzen und dann ist es okay. Und das ist mehr als nur genug. Ne? Und das ist schon ein Segen genug, ne? Muss ich ganz offiziell sagen. Es ist einfach so, Leute. Ne? Genau. Genau. Ansonsten, Monte, danke für den Vorschlag wegen Spendekonto, aber das ist nicht nötig. Das ist ja nicht das Ziel hier drinne. Ne? Wir müssen einfach ganz normal das Wort des Herrn verkünden, ne? Die Wahrheit sprechen. Und wenn mal eine Spende von einem Bruder oder von einer Schwester reinkommt, das ist mehr als ausreichend. Ne? Da muss man keine extra Spendekonto machen. Ne? Ich küsse doch eure Herzen. Ne? Vielen, vielen Dank, Leute, dafür, ne? Für eure Unterstützung. Ne? So, jetzt gucken wir mal, wen haben wir denn da? Der heißt Punkt. Na gut, dann lassen wir den mal hoch. Hallo? Hallo? Hallo, wie darf ich dich denn nennen, wenn ich dich fragen darf? Heißt Iman. Ich habe nur eine kurze Frage. Also, Ja, du ich bin. wolltest ja immer. Iman, Iman, Iman. Okay, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, ich wollte auch jetzt wissen, was deine Frage ist, weil du bist nie dazu gekommen, die Frage zu stellen, deshalb. Okay, es ist kein Problem. Es ist kein Problem. Erstmal wollte ich fragen, bist du eine Frau oder bist du, was bist du? Ja, ich bin eine Frau. Frau. Okay, du bist eine Frau. Okay, kann sein, das liegt am Mikrofon. Das ist auch gar kein Problem. Alles gut. Bist du Muslima oder bist du Christin? Muslima bin ich. Du bist Muslima. Okay. Kennst du dich gut mit deiner Religion aus? Ich würde schon sagen, ja. Also ich kenne den Koran nicht in- und auswendig, aber ich würde schon sagen, eigentlich. Eine Frage, weißt du eigentlich, an was du da glaubst? Ich glaube, ich weiß, an was ich glaube, ja. Du weißt, an was du da glaubst, okay. Hast du deinen Koran gerade bei dir? Ich habe auch die Online-Version, ja. Okay, dann möchte ich mit dir eine Sache kurz durchgehen und dann sagst du mir, was du davon hältst, okay? Okay. Okay. Und ich möchte mit dir aber respektvoll reden. Ich möchte auch nicht mit dir eine hitzige Diskussion führen, sondern ich möchte mit dir einen sauberen Dialog führen und auf einer respektvollen Ebene. Ist das okay?
Okay. Okay, dann ich bedanke mich schon im Voraus und wenn du respektvoll bist, gebe ich dir die vollste Garantie, die Leute, die Zuschauer, die Brüder, die Geschwister, die hier drin sind, die sind ebenfalls sehr respektvoll dann gegenüber dir, solange Ja. wir uns schön unterhalten können. Ist das okay? Das ist okay. Okay, das ist doch schön, das freut mich. Ja, ich würde mit dir ein paar Sachen mal durchgehen und du sagst mir, was du davon hältst und dann gehen wir zusammen auch in den Tafsir rein. Und dann schauen wir mal in den Tafsir, was der Tafsir sagt. Bist du Sunni, also bist du Sunniten oder bist du Schiiten? Nee, ich bin Sunni. Du bist Sunni. Okay. Ja gut, okay. Dann akzeptierst du auch sunnitische Quellen, oder? Ja. Okay, das ist doch schon mal gut. Okay. Dann geh mal auf die Sure 4, Vers 34. Ich mache das auch zusammen mit dir, das ist gar kein Problem. Ich gehe auch rein und dann schauen wir uns das mal zusammen an. Sure 4, Vers 34. Okay. Dann gucken wir uns das an. Ich möchte nur über die Frauenrechte im Islam sprechen. Ne? Es ist eine Sache, das liegt mir auf dem Herzen. Wenn eine Muslima zum Beispiel hier hochkommt und sie wirklich respektvoll mit mir reden möchte, gibt es gewisse Dinge, die ich ihr zeigen möchte. Ja, und ja, darüber möchte ich einfach mit dir sprechen dann. Ne? Genau, okay. Hast du Sure 4, Vers 34 offen? Ja. Okay, warte mal ganz kurz. Sure 4, Vers 34. Okay, kannst du mir das vorlesen? Männer sind die Versorger. Ist es richtig? Männer sind die Versorger? Nein, Ich die habe Männer stehen in Verantwortung. das. Lass dir Zeit, sei nicht irgendwie unter Strom oder so. Mach ganz entspannt. Du musst jetzt nicht irgendwie in Hektik sein oder so. Oder Männer sind die Versorger, kann man auch sagen. Du hast wahrscheinlich eine andere Version, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, wahrscheinlich. Okay. Also bei mir steht, Männer sind die Versorger der Frauen, weil Gott die einen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Vermögen hingeben. Rechtschaffene Frauen sind demütig ergeben und geben Acht auf das, was verborgen ist, weil Gott darauf Acht gibt. Und jene Frauen, von denen ihr Widerspenstigkeit befürchtet, tadelt sie, verbannt sie in ihre Betten und schlagt sie. Und wenn sie euch gehorchen, benehmt euch ihnen gegenüber keinesfalls Okay, schlecht. Gott ist was hast du jetzt gelesen? Schlagt sie, tadelt sie und meidet sie im Ehebett. Also Allah, du musst jetzt eine Sache verstehen. Allah gibt jetzt den Befehl, ja, einem Mann, wenn die Frau widerspenstig wird, Allah gibt hier den Befehl, dass wenn eine Frau widerspenstig wird, dass der Mann sie schlagen darf. So, also wenn das Allah befiehlt, ich habe im Christentum, also was unser Gott uns lehrt, unser Gott würde uns niemals den Befehl geben, eine Frau zu schlagen. Warum? Die Frau ist die Königin im Haus und der Mann der König. Und deswegen frage ich mich, warum erlaubt aber Allah die Frau zu schlagen, dass der Mann die Frau schlagen darf. Das heißt also, dass der Mann, es ist ihr Eigentum. Also das heißt also, der Mann kann mit der Frau machen und tun, wie er will. Das heißt also, weil Allah hat diesen Befehl gegeben. Das heißt also, der Mann hat die Macht über die Frau. Er darf die Frau schlagen. Jetzt frage ich dich, weil du bist ja ehrlich, ich gehe mal davon aus, dass du ehrlich bist. Wie würdest du diesen Vers verstehen? Also, das ist meine Interpretation zu diesem Vers. Wie würdest du diesen Vers verstehen? Sei ehrlich, es ist egal, was du sagst, weil am Ende des Tages keiner kennt dein Profil. Du kannst mit mir offen reden, das ist gar kein Problem. Du musst dich da jetzt nicht schämen oder so, kannst reden, ist ja alles okay.
Also, es ist schon hart, was da steht. Es ist also auch genauso, wie du es verstanden hast, würde ich das auch verstehen. Aber ich versuche mich halt immer, wenn ich halt sowas lese, in den Kontext reinzubeziehen, dann das Sinn ergibt. Und dementsprechend Ja. Guck mal, bleibt trotzdem hart. ich mach das sogar noch besser. Also, du bist ja Sunniten, richtig? Okay, ich zeig dir jetzt mal eine sunnitische Quelle und du sagst mir, was du davon hältst, okay? Guck mal. Also, das ist ein Sahih. Al-Albani wurde eingestuft als Sahih. Sahih ist sehr, sehr authentisch. Wenn jetzt ein Moslem zu dir sagt, na, man muss das prüfen, der lügt dich an, weil das ist ein Sahih. Eingestuft als Sahih. Ja, Sunan Abi Dawud 2146. Wenn du willst, mach dir einen Screenshot so lange. Mach dir einen Screenshot und dann werde ich dir auch die Quelle vorlesen. Mach dir mal einen Screenshot. Habe ich. Hast gemacht? Okay. So, hier steht, do not beat Allah's handmaidens, but when Omar came to the messenger of Allah, also Muhammad, ja, sallallahu alayhi wa police be upon him, ja, police be upon him, and said, women have become emboldened towards their husband. He, the prophet, also der Prophet, hat die Erlaubnis gegeben, gave the permission to beat them. Der Prophet hat gesagt, ihr habt die Erlaubnis, schlagt sie. So, jetzt drehe ich nochmal meine Kamera. Und jetzt frage ich dich bitte, es ist wirklich von ganzem Herzen, ich meine das ernst. Du folgst einem Propheten, der erlaubt, Frauen zu schlagen. Also würde Jesus Christus mir diesen Befehl geben, eine Frau zu schlagen, dann wüsste ich sofort, das ist ein falscher Prophet. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich würde diesem Propheten niemals folgen. Wenn ein Prophet mir die Erlaubnis gibt, eine Frau zu schlagen, dann stimmt da was nicht. Dann kann das niemals von Gott kommen. Weil das ist eine Offenbarung. Weil selbst in Sure 4, Vers 34 sagt Allah, schlag die Frauen, wenn sie widerspenstig werden. Jetzt sagt aber Mohammed auch, schlag die Frauen. Ihr habt die Erlaubnis, schlag die Frauen. Also was machen wir da jetzt? Also ich verstehe auf jeden Fall den Punkt. Ja, ich verstehe den Punkt. Ich verstehe auf jeden Fall den Punkt. Und das sind auch authentische Quellen. Also es steht ja auch so drin. Das ist Sahih. Das ist Sahih. Guck mal, Imam Dawud ist ein Gelehrter. Das musst du sogar akzeptieren. Das ist sogar eine Quelle, die musst du annehmen. Das ist sogar als Sahih eingestuft. Ich kann's dir nochmal einblenden. Guck mal, hier, bitteschön, ich zeig's dir nochmal. Das ist ein Sahih. Al-Albani und Sunan Abi Dawud. Das ist eine gute Quelle. Und es wurde als Sahih eingestuft. Und Sahih ist immer gut. Oder Sahih Moslem, immer gut. Sahih Al-Bukhari, immer gut. Ja, die Muslime, die hier in den Chat drinne sind und sagen, ah, der labert Scheiße, die kennen die Wahrheit. Die wollen es nur nicht sagen. Die wollen es nicht sagen, weil sie es wissen. Die kennen es. Das ist ein Sahih. Es ist eine authentische Quelle, das ist Sahih. Das ist nicht von irgendwo geschrieben, das ist eine Quelle aus den Gelehrten. Aber ich würde dich jetzt einfach mal fragen, wie siehst du das? Also ich sehe das als das ist für mich eine kritische Situation hier. Wie siehst du das? Also ich bin ein Moment, ich mach mal kurz die Tür zu. Ja, alles gut. So. Also ich bin halt davon überzeugt, dass der Islam die Wahrheit ist. Und es ist ja ein Buch, wo wir glauben, dass es halt von Allah kommt. Das heißt, alles, was da drin steht, so hart es auch klingt, kann, oder so hart es auch klingt,
ist daher die Wahrheit. Okay, wenn Islam die Wahrheit ist, haben wir jetzt einen Anhaltspunkt. Allah erlaubt Frauen zu schlagen, Mohammed erlaubt Frauen zu schlagen. Okay, er sagt, he gave the permission to beat them. Okay, ist kein Problem. Er erlaubt, ist gar kein Problem, beat them. Okay, ich lasse kurz eine Schwester hoch und dann machen wir weiter. Komal, ich nehme dich auch gleich hoch, Bruder, bitte ganz kurz. Ich würde auf eine Sache eingehen, aber ich glaube, die Larissa will dir was sagen. Die Schwester will dir was sagen. Also ich verstehe, dass du deine Religion verteidigen willst, aber ich weiß nicht, wie kann man dann erst recht als Frau, wie kannst du sagen, so okay, du fandest, man hat es ja an deiner Reaktion bemerkt, dass du das krass findest, aber wie kann man sagen, ja gut, dann ist das Allahs Wort. Klar, also wenn man so das erste Testament anguckt, da steht auch viel drin, was sehr streng ist und so, aber wir Christen, klar, zu uns gehört auch das erste Testament, aber wir leben nach dem zweiten Testament. Und im zweiten Testament, klar, da ist der Ton vielleicht mal wo strenger, aber das zweite Testament ist pur mit Liebe. Und Gott oder Jesus würde niemals sagen, dass, sag ich mal, unsere Männer uns Frauen schlagen sollen oder keine Ahnung was. Und ich checke wirklich nicht, ich checke es nicht und ich werde es nie verstehen, wie man sagen kann, ja, das ist von Gott gewollt. Wie kann ein Gott wollen, dass dein Mann nur seine Hand nach dir erhebt? Wie kann das einfach sein? Wirklich, wie kann das sein? Und wie könnt ihr da hinterherlaufen? Wie könnt ihr sagen, dass der beste Mensch der Welt, dass es bei dem besten Mensch der Welt, Mohammed, okay ist, dass er ein Kind vergewaltigt hat? Richtig. Nein, mit 9 Jahren, sie war ja 9, damals war die Lebensqualität noch nicht, war nicht so hoch. Habe ich erst gestern von einem gehört gehabt, wo ich mir denke, Alter, wenn jetzt ein Gelehrter zu euch kommt und ihr glaubt dem sonst Müll und der sagt, ich will deine 9-jährige Tochter durchdingstern, würdet ihr sagen, ja okay, Allah hat es dir im Traum gesagt, ist es okay? Ich verstehe es nicht, ich werde es auch nicht verstehen. Nur ihr solltet alle einfach mal überdenken und wirklich neutral gucken. Wenn ihr das neutral mit eurem Gewissen akzeptieren könnt, okay, dann wer bin ich, dass ich was sage? Auch du mit dem Punkt im Namen. Aber ja, genau, da unten Diana hat geschrieben, mein Vater hätte so einen verscheucht. Natürlich, jeder normale Vater würde das tun. Wenn ihr das neutral betrachtet und denkt, okay, es ist okay und auch nicht nur von euch selbst ausgeht, sondern von euren Kindern. Würdet ihr eure Tochter so einen mitgeben und würdet ihr es erlauben oder okay finden, dass eure Tochter mal eine Schelle bekommt von irgendeinem XY? Also es ist doch sowas von krank. Das ist sowas von krank. Krank, ja. Ich bin wirklich fassungslos. Richtig. Und ich würde auch eine Frage stellen. Dein Name nochmal? Iman. Wie Iman, war dein Name? Iman. Iman, okay. Guck mal, Iman, wenn Islam die Wahrheit ist, ja, wenn Islam die Wahrheit ist, dann müssen wir eine Sache kurz klarstellen. Muslime sagen ja, Islam ist die Wahrheit. Christentum ist falsch. Altes Testament, dies, das, alles falsch. Okay. Wenn all diese Dinge falsch sind, dann müssen wir uns ja eine Sache hinterfragen. Und zwar kleinen Moment, Leute, bin gleich jetzt wieder da. Könntest du auch, oder das mit der Rebecca, weil jetzt gerade, das kann ich ja erklären, jetzt gerade war es ja auch ein Kommentar von wegen, eure Rebecca war 3. Nein, Rebecca war nicht 3. Das ist einfach eine unnötige Erfindung, um es zu verherrlichen, dass Aisha mit 9 Jahren missbraucht wurde. Ich kann es nicht anders sagen. Ist es möglich, dass eine 3-jährige Wasserkrüge schleppt, schwere Wasserkrüge? Nein. Und wenn man nach den Rechnungen ausgeht, gibt auch ganz viele Videos darüber, neutrale Videos. Da sieht man, dass Rebecca an die 17, 18, 19 Jahre alt gewesen sein muss. Diese Rebecca-Geschichte kommen wir auch nochmal drauf, Larissa. Das ist so traurig. Ja, ist mega traurig. Iman, die Sache, die ich dich, was ich sagen wollte, wenn
wenn Islam die Wahrheit ist, ja, sagen wir mal, okay, Christentum ist falsch. Kein Problem. Alles im Christentum ist falsch. Okay. Weißt du was? I will take it. Ich nehme das mal so auf. So, wenn das nicht die Wahrheit ist, das Christentum, dann hinterfrage, dann stelle ich eine einzige Frage. Jedes Mal stelle ich immer diese Frage. Also der Islam hat keine Prophezeiungen, aber der Islam klaut Prophezeiungen aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament. So, und jetzt müsste ich jeden einzelnen Moslem fragen, wenn das Christentum falsch ist, warum habt ihr die Prophezeiungen aus der Bibel geklaut und das in eurem Buch hinzugefügt? Wenn euer Buch die letzte Offenbarung ist, warum habt ihr die Prophezeiungen denn in der Bibel übernommen und das in eurem Buch hinzugefügt? Es ist ein Update. Also wenn das ein Update ist, dann fragen wir uns Christen, weil die sagen ja, oh, das Neue Testament ist verfälscht. Aber dann fragen wir die lieben Muslime, warum habt ihr aus dem Neuen Testament Prophezeiungen im Koran hinzugefügt? Warum? Flex, ich muss wieder runter. Ich bin auch gerade nur so kurz hoch und ich muss wirklich sagen, wenn wir angenommen, wir Christen sind nicht im Recht und der Islam ist das Wahre und keine Ahnung was und ich stehe irgendwann vor Gott, Allah oder so und mir wird gesagt, dass ich mein Leben lang an was Falsches geglaubt habe, dann gehe ich lieber dafür in die Hölle, anstatt dass ich irgendwelchen besten Menschen der Welt hinterherlaufe, der ein Kinderschänder ist und zu Ja, so muss man einer leider die Wahrheit Sekte sagen, ja. gehöre. Also guckt nach eurer So, Ewigkeit und ob ihr wirklich und denkt, dass wenn der Gott sowas Islam sagt, zulässt. dass manche Sachen unverfälscht ist, woher will der Islam wissen, was unverfälscht war und was verfälscht ist? Also du kannst dir doch nicht einfach das herausbasteln, so wie du willst. Wenn du alle Prophezeiungen, ja, Iman, zum Beispiel aus dem Buch klaust und das in deinem Buch hinzufügst, denn haben wir ein Problem. Denn woher willst du wissen, dass unsere Prophezeiungen die Wahrheit ist? Woher willst du das wissen? Woher weiß das denn Allah? Er hat alle Prophezeiungen übernommen und hat das in seinem Buch hinzugefügt. Also, die übernehmen alle Prophezeiungen und fügen das in ihrem Buch hinzu. Da fragen wir uns, woher soll der wissen, dass diese Prophezeiungen überhaupt eintreten? Weil unser Buch ist ja ein Update. Also wir haben hier ein Riesenproblem. Also im Koran steht ja, wird ja auch über die Bibel und die Tora gesprochen, weil wir nicht, also daran glauben, dass es die heiligen Bücher sind. Aber wir glauben, dass die auch beide herabgesandt worden sind, aber dann, die dann falsch interpretiert worden sind. Okay, wenn das falsch interpretiert worden ist, ja, dann sagen wir mal, Islam ist nur die Wahrheit. So, jetzt nehmen wir alle Prophezeiungen und lassen es bei der Bibel. Keine biblischen Prophezeiungen mehr klauen, wir lassen jetzt nur noch den Islam. So, wenn ich jetzt einen Moslem frage, gib mir bitte islamische Prophezeiungen, bitte keine biblischen Prophezeiungen, dann guckt mich ein Moslem so an. Keine Antwort. Weil es keine Prophezeiungen gibt im Islam. Nur im Christentum, nur in der Bibel gibt es Prophezeiungen. Der Islam hat keine Prophezeiungen. Weil all diese Prophezeiungen wurden geklaut und die haben es in ihrem Buch hinzugefügt. Also, jetzt die Frage ist, von woher wollen die wissen, dass das die Wahrheit ist? Also, du kannst doch nicht dein Buch so schreiben, wie du willst. Das funktioniert so nicht. Also, wenn unsere Schrift verfälscht ist, wenn unsere Schrift verfälscht ist, warum nimmst du denn die Prophezeiungen daraus? So, und an jeden Moslem kommt die erste Frage. An jeden einzelnen Moslem, Joe, danke, ich küsse doch dein Herz. An jeden einzelnen Moslem, die erste Frage, die ich stellen würde,
Adam, seine Frau, wie hieß sie im Koran? Dann werden sie alle sagen, ah, das steht nicht im Koran, das steht in den Tafsir oder das steht. So, dann frage ich aber einen Moslem, ja, dann frage ich aber einen Moslem, was war zuerst da? Die Tafsire oder der Koran? Dann sagen die der Koran. Also wusste der Koran nicht, wie Eva heißt? Das ist ein Knockout für die gesamte Ideologie. Das ist schon für mich ein Grund, diese Ideologie nicht zu folgen, weil diese Ideologie hat gar keine Ahnung. Da drinne ist, da finde ich keine Wahrheit. In der Bibel finde ich aber die Wahrheit. In der Bibel finde ich die Wahrheit. Im Islam finde ich gar keine Wahrheit. Und was überzeugt dich, dass die Bibel die Wahrheit ist? Weil da drinne das Wort Gottes ist und anhand der Prophezeiungen wissen wir, dass die Bibel die Wahrheit ist. Schon alleine die Prophezeiungen. Da merken wir, dass wirklich unser Gott ein wahrhaftiger Gott ist. Und an die Kreuzigung Jesu Christi, weil es ist bewiesen worden, dass der Herr Jesus Christus gekreuzigt worden ist. So, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Moslem fragen, beschreib mal dein Allah, wie sieht Allah? Denn sagt jeder Moslem, Allah ist nichts dem gleich. Ja, wie sieht jetzt dein Allah aus? Allah ist nichts dem gleich. So, unser Gott in der Bibel beschreibt sich wenigstens, wer er ist. Aber der Gott im Koran, der hat sich nicht beschrieben. Weißt du, wie viele Hände Allah hat? Allah hat zwei rechte Hände, der ist Shao Kahn. Allah hat zwei rechte Hände. Sunnitische Quellen. Allah hat zwei rechte Hände. Er ist Shao Kahn. Bei Mortal Kombat, der ist einfach Shao Kahn. Der hat zwei rechte Hände. Allah hat zwei rechte Hände, laut Islam. Wenn wir in die Überlieferungsquelle hier gehen, Moment, ich muss gucken, wo die sind. And both of his hands are right hands. Allah ist Shao Kahn. Der hat zwei rechte Hände. Allah hat, boom, zwei rechte Hände. Und jetzt fragen wir, wo sind seine linke Arme? Wo sind seine linken Arme? Wo? Allah hat einen rechten Schienbein, aber wo ist sein linker Schienbein? Wir haben alle Quellen hier. Allah hat einen rechten Schienbein, aber wo ist sein linker Schienbein? Das ist eine gute Frage. Also ist Allah ein Shao Kahn? Der ist Mortal Kombat, der hat zwei rechte Arme. An so einen Gott kann ich nicht glauben. Das ist, also die Muslime machen sich lustig über die Offenbarung und sagen, oh mein Gott, ein Mann, der kommt mit Augen, mit Feuerflammen und so. Das ist die Göttlichkeit, das ist Gott, der seine Göttlichkeit offenbart. In der Bibel. Aber ein Gott, der zwei rechte Arme hat, da würde ich mir starke Gedanken machen, ob das nicht dämonisch ist. Ein Gott, der zwei rechte Arme hat. Astaghfirullah, Bismillah. Oh mein Gott, Astaghfirullah. Zwei Aber rechte Arme. inwiefern spielt dein Aussehen eine Rolle? Ist doch völlig egal, Ja, ob er weil das zwei, drei, dämonisch. vier, fünf Arme hat. Ja, aber das ist doch dämonisch. Das hat doch nichts mit Gott zu tun. Also unser Herr Jesus Christus ist auf die Erde gekommen. Für was? Er wurde Mensch und hat die Sünden auf sich genommen. Weil wir Sünder sind. Und jetzt werden viele Muslime sagen, ja, ein Gott stirbt nicht. Richtig, ein Gott kann auch nicht sterben. Aber sein Fleisch ist gestorben. Aber ein Geist nicht. Sein Geist ist ja nicht gestorben. Und es lebt Ewigkeit zu Ewigkeit. Also fragen wir uns eigentlich, an was soll ich glauben? Soll ich an Jesus Christus glauben? Oder soll ich an Allah glauben, der ein Shao Kahn ist, der zwei rechte Arme hat? An wen soll ich jetzt glauben? Also ich glaube ganz bestimmt nicht an einen Shao Kahn, Mortal Kombat. Ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Ne? Die Bibel ist Liebe. Der Islam, da drinnen habe ich nie Liebe gefunden, bin ich ehrlich zu dir. Und ich selber war mit einem Fuß im Islam drinnen, Schwester. Ich sage dir ehrlich, wie es ist. Ich weiß auch nicht, ob ich dich überhaupt Schwester nennen darf, aber ich sage einfach mal Schwester. Ja? Ich war mit einem Fuß im Islam drinnen. Und ich habe gemerkt, es brennt sofort Fuß raus. Weil das rechte Schienbein, boom, sofort raus. Weil ich habe gemerkt, es brennt. Mit einem Fuß schon fast in der Hölle. Raus da, bloß ganz schnell raus. Ne? Ich tue nur aufklären.
Und versuche nur zu helfen. Mehr will ich gar nicht. Ne? Aber wenn du was sagen willst, sag ruhig. Das ist gar kein Problem. Ich meine, ich höre mir alle Meinungen an. Also, es ist halt nicht die erste Diskussion, die ich habe, deswegen, ich akzeptiere alle Meinungen, ich höre mir auch jede Meinung an. Ja. Dein Punkt ist, da du Christ bist, verständlich, warum du sagst, die Bibel macht für dich mehr Sinn. Ja. Ah, kann ich jetzt auch. Das war spannend, dir also nochmal deinen Punkt anzuhören. Bitte? Ja, also es war spannend, nochmal jetzt so deinen Punkt zu hören, deine Begründung, weil als ich reingekommen bin, war ich echt ein bisschen, also klang das für mich zuerst ein bisschen wie Hetzerei, aber mittlerweile habe ich Nein. einfach gemerkt, ja, habe ich auch jetzt gemerkt, so. Ja. Am Anfang denkt jeder, das ist Hetzen, aber mir geht es hier nicht um Hetzen, mir geht es darum, dass die Leute begreifen, an was die da glauben. Guck mal, ich will dir eine Sache zeigen und dann sag du mir, was du davon denkst. Also, es ist wirklich sehr, sehr komisch, was ich da gelesen habe. Ich sag dir ehrlich, also sag du mir, was du da verstanden hast. Und vielleicht kommen wir beide weiter. Ich weiß es nicht. Und an die lieben Geschwister und Brüder, die hier drinnen sind, bitte Leute, ihr seid so schlecht im Liken, meine Brüder und Geschwister. Tut mir alle immer liken, Leute. Kommt schon. Das könnt ihr doch den lieben Flex nicht antun. Ich will nur, dass ihr liken tut, Leute. Mal alle wild liken zusammen. Ne? Mann, 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 Mann. Ein bisschen Support hier, Leute. Das gibt's doch nicht, ey. Ne, mal alle liken hier mal. Zeigt mal ein bisschen Liebe hier. Jetzt gehen wir mal auf Verlauf. Ich möchte dir was zeigen. Es liegt mir wirklich auf dem Herzen, dir das zu zeigen. 19. Oh, ich habe es gefunden sogar. Wow, das ist hart. Also das, was ich dir zeigen werde, das wird dir vielleicht nicht gefallen, aber ich muss es dir zeigen, okay? Iman, bist du noch da? Ja. Okay. Wer hat denn jetzt alles eine Anfrage geschickt? Muss ich jetzt erstmal gucken. Leute, ich hole euch gleich hoch, ja? Alle mal bitte Geduld haben, ja? Ich hole euch gleich hoch. Ich werde es dir auch zeigen und dann bin ich mal gespannt, was du davon hältst, ja, wenn der Islam die Wahrheit ist. Oh, Moment, oh Scheiße, jetzt muss ich mal hier das mal wegmachen. Werner, ich küsse dein Herz. Alu, ich küsse auch dein Herz. So, jetzt müssen wir erstmal hier die Kamera sauber machen, weil das wird jetzt sehr, sehr interessant. So, ich werde dir das jetzt zeigen, okay? Und wir gehen das mal zusammen durch. Okay, wir machen das mal zusammen und sag mir einfach, was du davon hältst. Also, hier spricht Allah. Ich werde dir jetzt einen Vers zeigen, wo Allah spricht. Okay? Ich zeige dir jetzt diesen Vers. So. Das ist einmal Sure 19. Das kannst du auch von mir aus screenshotten. Ist gar kein Problem. Und ich möchte bitte, ja, Schwester in Adam, dass dich keiner belügt, was ich dir hier zeige. Und ich werde dir auch den Tafsir zeigen. Ich werde dir auch den Tafsir dadurch auch zeigen. Ist gar kein Problem. Sure 19, Vers 83. Lies das mal vor, was hier drinne steht. Lies das mal vor. Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie heftig aufreizen? So, jetzt drehe ich mal kurz meine Kamera. Also, ich lese es nochmal vor. Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie heftig aufreizen? Also wir sehen hier, dass Allah, der hier gerade spricht, Satane schickt gegenüber den Ungläubigen, um sie aufzureizen. Jetzt frage ich dich, also Gott würde niemals gegenüber den Menschen Satane schicken. Wenn, dann würde Gott dir mit Liebe begegnen, aber nicht mit irgendwelche Satan auf dich hetzen. Und weißt du, wer seine Dämonen schickt?
einer, der Dämonen schickt, das kann nur Satan sein, weil Satan hat ganz, ganz viele Helfer und das ist so die Mehrzahl Satane. Gott macht sowas nicht. Also wenn ein Gott sagt, siehst du nicht, dass wir Satane gegen die Ungläubige gesandt haben? Jetzt wird jeder Moslem sagen, oh mein Gott, der zieht das aus dem Kontext. Nein, 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 nein. Dieser Vers ist ganz klar und deutlich. Allah sagt, siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben? Auch wenn ich einen Vers davor lese, es kommt immer noch dasselbe raus. Es kommt immer dasselbe raus. Und was ich gemerkt habe im Islam, der Islam, also der Koran, der hat keinen gescheiten Kontext. Der Koran hat keinen gescheiten Kontext. Das ist das, was ich gemerkt habe. Das Erste, was ich gemerkt habe in dieser Schrift. Es gibt keinen gescheiten Kontext. Es gibt keinen gescheiten Kontext. Der Islam hat keinen gescheiten Kontext. Meiner Meinung, das ist meine Meinung, ich sehe hier keinen gescheiten Kontext. Weil ein Buch sollte wirklich einen Kontext haben, wo alles genau erklärt wird. Aber wenn Allah hier ganz genau sagt, ich schicke Satane zu den Ungläubigen, boah, also da würde ich mir starke Gedanken machen. Also ein Gott, der Satane schickt? So gut wie gemeint wie Satan schickt, also Allah schickt Dämonen gegenüber den Ungläubigen. Seit wann tut ein Gott sowas machen? Also wir haben Gott der Liebe, aber nicht Gott, der irgendwelche Dämonen schickt. Also Ungläubiger, ja, sind wer? Die Juden und die Christen. Jetzt werden die Muslime sagen, nein, das stimmt nicht. Juden und die Christen sind nicht die Ungläubigen. Ah, den gehen wir mal auf die ganze komplette Sure 9. Boom. Knockout. Also wenn wir anfangen, die komplette Sure 9 zu lesen, das ist schon ein Knockout, weil wir Ungläubige sind Juden und die Christen sind die Ungläubigen. Und hier sagt Allah selber, wir haben Satane gegen die Ungläubigen geschickt. Wow. Also was machen wir jetzt? Wenn der Islam die Wahrheit ist, warum schickt... Hier sind so viele kritische Punkte, die ich nennen könnte, aber brauche ich gar nicht. Zu viele kritische Punkte. Zu viele. Viel zu viele. Und sehr viele Fehler in diesem Buch drin. Verdammt viele Fehler. Ich habe eine Frage. Ja. Kannst du kurz meine Schwester hochnehmen? Sie hat gerade dich angefragt, hat sie gesagt, weil sie hat auch noch irgendeine Natürlich. Frage. Wenn sie respektvoll ist, natürlich, weil du bist sehr respektvoll und deswegen, wie heißt die denn? Soll mal kurz Wie heißt die denn? reinschreiben. Sie müsste mir nur sagen, wie sie heißt. Ach so, okay, ich sehe sie schon. Okay. Ich hoffe, sie bleibt respektvoll. Ich hoffe auch. Ja, also wenn sie nicht respektvoll ist, dann kann ich mit ihr keine Unterhaltung führen. Und wenn sie nur reinredet, hat auch keinen Wert. Nee, sie ist schon Aber respektvoll. Hätte mir eine Frage. okay, dann hole ich sie mal hoch. Hallo, hallo. Hallo? Ich möchte kurz unterbrechen. Ich verstehe nicht. Du tief Sachen auf dem Kontext. Du ziehst einmal Sachen auf den Kontext, genau Nein. das gleiche auch Nein. beim, doch, genau das gleiche kann ich auch beim Christentum machen. Ich kann irgendwelche Sachen rausziehen Ja, und einfach dann jetzt. okay. Wenn du sagst, ich ziehe Sachen aus dem Kontext, ich drehe die Kamera nochmal und dann schauen wir uns das mal an. Also ich habe das hier zitiert. Also, bevor ich Jetzt hier ignorieren wir das. Warte, reinrede. lass mich kurz reden, ganz Okay. kurz. Ich ignoriere jetzt diesen Text, okay? So, wir ignorieren jetzt 83, jetzt gehen wir von mir aus sogar bis 75. Dann fangen wir an zu lesen. Mal gucken, ob es diese kleine Sache da unten rechtfertigt. Dann lies mal vor. Wir können sogar ab 75 lesen. Ist kein Problem. Wenn du sagst, ich ziehe es aus dem Kontext, dann helfe ich dir sogar noch dabei. Ich möchte nicht vorlesen. Wie bitte? Ich möchte nicht vorlesen. Ich fühle mich unwohl dabei, etwas vorzulesen vor 400 Leuten. Okay, nicht so schlimm. Alles gut, alles gut. Ich küsse noch dein Herz. Nicht so Hallo schlimm. zusammen, kann ich Okay. was sagen? Ja, natürlich. Hallo, Schieß los. erstmal Gottes Segen an alle Leute, die hier im Live sind.
Ich grüße euch, meine Freunde. Tatsächlich ist das so, wie der Flex gerade sagt. Sehr viele Sachen ergeben einfach keinen Sinn. Wenn man sich allein schon die komplette Suche 9 durchliest, da wird einem wirklich schwarz vor Augen. Das ist nicht mehr normal. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch sowas liest und denkt, wow, das ist Frieden. Die Muslime werben damit, dass Islam Frieden ist. Aber wenn wir zum Beispiel Sure 5, Vers 51 aufschlagen, ne, da steht es darum, seid mit den Christen, seid mit den Juden nicht befreundet. Normal, ja. Warum sagt ein Gott, dass man mit den Kreaturen von Gott, quasi von Allah, nicht befreundet sein soll? Warum gibt es uns alle auf der Erde? Genau. Oder Sure 9, Vers 29. Verfolge sie, töte sie, bis sie quasi die Jizya entrichten. Ich bin selber Aramäer aus dem Irak. Ich lebe in Deutschland. Ich bin geflüchtet aus meiner Heimat. Und Irak war meine so, Heimat. Und jetzt kommt aber die Frage. Wegen was bist du geflüchtet, Bruder? Bruder, ganz einfach, weil ich sonst irgendwann getötet worden wäre. Von wem? Von wem? Leider von Muslimen. Oh. Nicht alle, aber sehr viele. Sehr, sehr viele. Ich muss dazu sagen, wir hatten damals unter Saddam Hussein, hatten wir Frieden gehabt. Uns konnte keiner was anhaben, weil der Mann damals sehr respektvoll war und gesagt hat, hey, dieses Land gehört den Christen. Ja, dieses Land hatte mal den Christen gehört, bis der Islam sich quasi ausgeweitet hat und man hingegangen ist und die Leute vertrieben hat. Das ist nicht mehr normal. Und jetzt sind dieselben Menschen hier in Europa und versuchen mit Gewalt in quasi den Leuten den Islam aufzudrängen. Hast du mal gesehen, Bruder, was in UK abgeht? Die Leute schreien da Sharia for UK. Bro, was für eine Scharia? Du bist doch geflüchtet aus deinem Land wegen der Scharia. Ja, Wahnsinn. Also das Witzige an der ganzen Sache ist, wenn du Scharia möchtest, dann musst du doch in einem Land gehen, wo Scharia herrscht. Also warum bist du dann hier? Bruder, das Witzigste ist, die Scharia... Das verstehe ich. Die Scharia existiert nicht mal mehr in Saudi-Arabien. Die Leute wollen das gar nicht. Die Leute wollen das nicht mal dort. Es gibt Musikfestivals. Bro, was willst du in Europa damit? Geh nach Hause damit, bitte. Wie kann man so kleingläubig sein und sagen, dass das, was... Bruder, wenn du den Koran verstehen willst, du musst 17 Bücher auspacken, mit einem Hodja Shisha rauchen gehen, damit du ein Vers verstehst. Richtig, ja. Das ist ja, genau. Ey, das hast du. Guck mal, ich hab die letzten Wochen ohne Tafsir gearbeitet. Die letzten Monate ohne Tafsir. Und alle sagen immer, oh, wenn du den Koran lesen musst, du kannst nicht einfach so den Koran lesen, du musst immer mit dem Tafsir. Und jetzt seit kurzem habe ich dann gesagt, okay, gut, ich nehme mal Sure 9, Vers 29, ich packe das mal in den Tafsir rein und dann gucke ich mal, was dabei rauskommt. Oh mein Gott, Astaghfirullah, die Tafsire sind sogar noch schlimmer. Und das Schlimmste daran ist, dann gibt es wieder... Die Tafsire sind noch schlimmer. Da gibt es welche, die sind quasi sauber bzw. echt und dann gibt es welche, die sind schwach und dann gibt es welche, die sind sehr stark. Ne? Ja. Bruder, das Schlimmste daran ist, ich weiß nicht, ich habe das heute gehört, im Koran wird der Name Mohammed nicht mal genannt. Wow, Wahnsinn. Der Name Mohammed wird nicht mal genannt. Du weißt, Leila, ganz kurz, hier ist eine, die schreibt die ganze Zeit, Leila Jimola Lola, Leila Jimola Lola, komm mal bitte hier hoch, ich stell dir die einfachste Frage. Komm mal bitte hoch, Leila. Leila, Jimela, Lolo, oder wie das heißt, keine Ahnung. Stell mal eine Anfrage, ich würde dir nur eine ganz leichte Frage stellen. Eine ganz simple Frage. Very easy. Das kennt sogar, das jedes Kind würde diese Frage beantworten können. Ne? Komm mal bitte hoch. An Iman, mich würde, ich kann nicht. Doch, du kannst. Iman, ich meine, am Ende des Tages musst du mir gar nicht zuhören. Du könntest dir auch selber sagen, hey, nee, Islam ist immer noch die Wahrheit. Aber ich möchte einfach nur, dass du diese Dinge, die ich dir heute gesagt habe,
dass du dir diese Sachen bitte merkst. Mir ist es egal, mach was du willst. Es ist mir egal. Ich kann nicht für dich sprechen. Ich kann dich auch nicht zwingen. Ich kann dir auch nicht sagen, was du zu tun hast. Ja, aber ich kann dir nur eine Sache mitgeben. Merk dir bitte das, was ich dir heute alles gezeigt habe und gesagt habe. Und lass dich bitte nicht anlügen. Lass dich nicht verarschen. Ich meine das ernst. Ich war mit einem Fuß selber in dieser Religion drin. Ich weiß, von was ich spreche. Okay. Würde der Islam die Wahrheit sein, ich wäre schon ein Salafi. Ich wäre ein richtiger schwarzer Salafi. Mit Dschihad und so. Ich gehe Dschihad machen in andere Länder. Ohne Spaß jetzt. Aber weil ich gemerkt habe, dass das die Dunkelheit ist und dass das nichts mit Gott zu tun hat. Der rechte Fuß, den ich hatte, sofort raus. Und ich meine das ernst. In Und diesem wusstest Fernsehen? du, wo, ja? Also, ich sehe ja auch die Kommentare von wegen, der Islam gehört nicht, also der politische Islam. Ich habe eine Frage, was definiert man als politischen Islam und warum gehört er nicht zu Europa? Das kann ich sagen. Achso, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen, aber das kann ich dir gerne Nee, alles gut, beantworten. dazu. Ja, der Bruder kann antworten. Du kannst Achso. antworten, Bruder. Der Ja, politische okay. Islam, ist der Islam, der quasi Ungläubige, das sind jetzt in dem Falle Christen und Juden, Richtig. dazu zwingt, ihr Hab und Gut abzugeben. Das ist der politische Islam. Ich sage dir, es gibt zwei Sorten von Muslimen. Okay? Meine besten Freunde sind Muslime. Ich komme aus dem Irak. Ich bin mit Muslimen aufgewachsen. Wir waren damals in der Klasse 30 Schüler. 29 waren Muslime, ich war der einzige Christ. Okay? Das sind Muslime, die alle lieb und nett waren. Das sind meistens Muslime, die den Koran nicht kennen oder nicht verstehen. Die, die den verstehen und kennen, wirklich kennen, müssten sich quasi auf die Jagd machen, müssten kämpfen, müssten erobern, müssten aufzwingen. Das sind alles Sachen. Also, diese Iman, das ist eine Schwester. Ich habe so viel Respekt davor, dass sie gerade zuhört und sehr respektvoll bleibt. Und ich hoffe, wir sind auch Sie alle ist respektvoll. mega, die Frau ist mega respektvoll. Hammer, Ich wirklich, sie Hammer. hat mein vollstes Und Respekt. ich kann ihr Bild gerade nicht sehen, aber ich weiß, dass das eine wunderschöne Seele ist. Wie zum Teufel kannst du hingehen und sagen, okay, mein Mann darf mich schlagen, mein Mann darf mich erniedrigen, mein Mann darf mich aus dem Ehebett meiden, wenn ich nicht nach seiner Pfeife tanze. Wie kannst du als wunderschöne Seele, Bruder, wir stammen alle von Frauen ab. Unsere Mütter sind die wunderschönsten Frauen, die es gibt. Und das wird auch Richtig. irgendwann mal eine Mama sein. Diese Frau ist Gottes Geschöpf. Jeder Mensch, Bruder, es gibt keinen hässlichen Menschen auf dieser Welt. Jeder Mensch ist Gottes Geschöpf. Wir sind alle perfekt. Wir sind alle perfekt. Wie kann ein Mann dich erniedrigen, dich schlagen, dich schlecht behandeln, nur damit er seine sexuellen Wünsche erfüllt? Wie kann ein Mann sich das Recht rausnehmen, also drei weitere Frauen zu heiraten? Du selber darfst aber nur einen Mann haben. Ist dir mal aufgefallen, dass es, und ich spreche sehr gut Arabisch, dass es im Islam überwiegend um Nikah geht? Iman, weißt du, was Nikah bedeutet? Meinst du die Vollversteigerung? Nein, Nikah ist quasi der Geschlechtsakt, So, ja, zwischen Mann und Frau, der unverbindlich ist. Richtig. Also Nika ist ja die Bedeutung Dingi Dingi machen, bisschen Chiki Chiki Chiki. Ja. Rede weiter. Oder jetzt kannst du weiterreden. Alles gut. Ja, es ist echt sehr schwierig und ich habe mich in den letzten paar Wochen sehr mit dem Thema befasst und es ist, ich würde gerne ein kurzes Zeugnis abgeben, was mir jetzt vor ein paar Wochen passiert ist. Ich habe gefrühstückt und habe mir quasi ein paar Reels auf Instagram angeschaut und dann kam ein Reel, da wurden auch Aramäer, also irakische Christen, quasi in dem Land verfolgt und da kam ein kleiner Junge, helle Augen, bisschen so schmächtig. Er hat mich einfach an mich erinnert und ich habe mir das angeschaut
Und der war am Weinen. Der war am Weinen. Man hat ihn aufgenommen. Man hat ihm gesagt: Hey, du musst dein Haus verlassen, konvertieren oder flüchten. Oder du wirst getötet. Ich habe das gesehen. Ich habe das gesehen. Und ich sage euch ehrlich: Ich sage euch ehrlich, ich habe Zorn gehabt. Ich hatte Hass gehabt. Ich hatte Hass gehabt und war nicht mehr zu bremsen. Ich habe gegen die Wand geschlagen. Meine Hand war komplett rot. Da war überall Blut. Ne? Und ich wollte zum Training gehen und hab dann einfach gesagt, ey, ich kann aber so nicht trainieren gehen, weil in dem Moment der nächste Moslem, der mir untergekommen wäre, ich hätte irgendwas gemacht, was ich mein Leben lang bereut hätte, was meine Mutter traurig gemacht Ja, hätte. dieses Gefühl hatte ich tatsächlich schon ein paar Mal gehabt. Aber du musst dich unter Kontrolle haben. Hör zu, Bruder, hör zu. Ich habe mich dann hingekniet, bin auf die Knie gegangen, bitte Gott, bitte Jesus, bitte nimm mir diesen Hass weg. Mein Training wird nicht gut sein und ich kann so nicht rausgehen. Es ist Ja. nichts passiert, dieser Hass war immer noch da und ich war wirklich am Zittern, am Weinen vor Hass. Ich kenne das. Ich weiß, von Und was du sprichst. 10 Minuten später, ich war nach 6, 7 Minuten, war ich im Fitnessstudio und habe mir auch, ich habe den ersten Kollegen von mir, der war ein Moslem, der war im Fitnessstudio, der hat mich gesehen, hey Bro, was geht ab? Meinte, ey, bitte tu mir einen Gefallen, geh mir aus dem Weg, ich will das nicht. Ich sagte, ja, was ist denn los? Nix, geh mir einfach aus dem Weg. Der zweite Mensch, den ich getroffen habe, war ein älterer Deutscher. Und ich laufe mit meiner Kreuzkette sehr offen rum und mein T-Shirt steht überall, Trust God, Bro. Und da kam ein Deutscher zu mir, älterer Mann, lächelt mich an, der hat gesehen, dass ich irgendwas hab, lächelt mich an und sagt einfach zu mir, The man who walks with Jesus, also der Mann, der mit Jesus läuft. Bruder, Gänsehaut, der ganze Hass war weg. Der ganze Hass, es hat 10 Minuten vom Gebet gedauert, bis zu dem Moment, als dieser Mann zu mir gekommen ist. Der Hass war weg, der Mann ist weggegangen. Ich wusste, ich konnte nicht realisieren, was passiert ist. Ich bin hingegangen, hab da gesagt, hey, tu mir bitte einen Gefallen, wie heißt du? Sagt der Holger. Sag ich, hi Holger, ich bin der und der. Sag ich zu dem, wie kann es sein, dass du gerade sowas zu mir gesagt hast? Sagt er zu mir, keine Ahnung, irgendwas in mir drin hat mir gesagt, dass ich das sagen soll. Mit einem Augenblick war alles weg. Ich war wieder am Lächeln. Ich habe wieder alle mit Liebe begegnet. Ich habe alle mit Respekt begegnet. Und ich war kurz davor, mich zu verlieren. Und das ist doch das, worum es geht. Um Gott. Gott ist Liebe. Gott ist niemals Hass. Gott hat mich in dem Moment gerettet, weil ich bin leicht ein impulsiver Mensch, sage ich ehrlich. Vielleicht liegt es daran, dass ich quasi in der Vergangenheit, wegen meiner Heimat schon so viel Leid ertragen musste. Aber wie kann es sein, dass Gott Menschen befiehlt, andere Menschen zu töten? Und ich war Ja, kurz das ist davor, hart. Scheiße zu bauen. Ich war kurz davor, Scheiße zu bauen. Aber Jesus hat mich in dem Moment gerettet. Und das ist einfach nur unglaublich. Ich habe gerade Gänsehaut beim Erzählen, weil dieses Gefühl ist für mich immer noch unreal. Wirklich unreal. Das ist einfach nur wow. Ganz Wow, einfach, wow. weil Jesus Christus die Wahrheit ist. Ganz einfach. Das ist etwas, was wir darüber sprechen müssen, ne? Und deswegen. Aber Iman, wenn du was sagen möchtest noch, kannst du gerne noch was sagen und dann. Ja. Nee, also eigentlich war ich hochgekommen für die Frage, die du dann ja auch gestellt hast. Und also es macht auch alles, was heißt Sinn, es ist alles auch verständlich, warum man halt diese Fragen hat gegenüber einer anderen Religion oder vor allem gegenüber dem Islam. Iman, darf ich dich was fragen? Hast du Ja. dich mal gefragt, warum du immer noch im Live bist, obwohl deine Frage beantwortet ist und wir quasi gerade nur noch labern und reden? Irgendwas in deinem Herzen möchte gerade nicht gehen. Ist dir das mal aufgefallen? Das, ja, es ist ja so, dass jeder Mensch, und ich kann dir eine Sache versichern: Gott liebt die Muslime. Gott liebt die Muslime über alles, weil sie, und das ist echt ein Armutszeugnis für uns Christen, die quasi in diese Religion hineingeboren sind und
irgendwie nicht danach streben. Wir streben nicht danach, Gott zu kennen, mit Gott zusammen zu sein. Und da sind die Muslime uns um Längen voraus. Es ist also wirklich Props an die Muslime, dass die um jeden Preis versuchen, Gott zu finden. Und deshalb weiß ich ganz genau, dass Gott die Muslime liebt und eigentlich Errettung für sie haben will. Sie sind Richtig. besser als wir. Ich sage mit wir meine ich halt jetzt, wir sind jetzt hier in Deutschland und viele Leute, die quasi in diese in Religion hineingeboren sind, absolut keine Ahnung haben, was sie da machen und was sie da tun. Es ist so traurig und ich weiß, dass Gott die Muslime liebt, über alles liebt, so wie alle anderen Menschen dieser Welt. Und wir Christen haben viel zu verantworten, viele Sachen, wir sind auch manchmal sehr respektlos den Muslimen gegenüber. Das ist egal, was von denen kommt, aber viele von uns sind sehr respektlos. Und ich bitte alle christlichen Brüder und Schwestern quasi, die hier im Live sind, seid respektvoll, egal was sie euch antun oder egal was sie sagen. Macht es nicht so wie ich. Ich habe beten müssen, damit quasi diese Liebe wieder in mein Herzen ist. Macht es nicht so wie ich, macht es besser, egal wie sehr sie euch versuchen zu schaden, liebt Ich sie. bin aber ganz ehrlich, sogar ich selber habe Schwierigkeiten damit, was du da gerade sagst. Ich habe große Schwierigkeiten damit zurzeit. Ich weiß, Bruder, es ist auch nicht einfach. Es ist Es absolut nicht ist einfach. echt nicht einfach. Ich habe wirklich Schwierigkeiten damit und ich bete zu Gott, dass Gott mir verzeiht für diese miese Gedanken, die ich eventuell gegenüber diesen Menschen habe. Dafür bete ich wirklich, also dass diese Gedanken einfach verschwinden. Ich will diese Gedanken nicht mehr. Flex, Bruder, das Problem ist, du musst das anders sehen. Es sind seine Kreaturen. Es sind die Menschen sind alle von ihm erschaffen worden. Die sind alle von ihm erschaffen. Er liebt sie genauso wie er dich liebt und wie er mich liebt. Und wir werden alle für unsere Sünden gerade stehen müssen. So, das Problem hierbei ist, er sagt ja ganz klar, liebe deinen Nächsten, verzeihe ihn, bete für sie. Und das, was ich heute Abend machen werde, ich werde für Iman beten. Ich werde für sie beten. Ich gebe dir mein Ehrenwort. Ich gebe dir mein Ehrenwort, Iman, ich werde für dich beten. Und ich bitte dich um eine Kleinigkeit. Ich bitte dich um eine Kleinigkeit, wenn du heute Abend im Bett bist, bevor du einschläfst. Okay? Bete. Sag einfach Gott. Bitte, lieber Gott, wenn es dich gibt, ob das jetzt Jesus Christus ist oder Allah ist, zeig dich mir. Berühre mein Herz. Berühre mein Herz. Und guck, was dann passieren wird. Und du wirst es, wenn du wirklich danach suchst, wenn dein Herz offen ist für die Ja. Wahrheit, gebe ich dir mein Wort, du wirst die Wahrheit erkennen. Wenn nichts passiert, mach so weiter. Aber ich bitte dich, diese innere Neugier, die du hast, lass das nicht weggehen. Such danach. Such danach und du wirst finden. Richtig. Richtig, absolut. Absolut, du hast wirklich sehr, sehr schöne Worte gesagt, Bruder. Bruder, es ist Und der ich Heilige Geist, der denke, durch mich spricht. Es ist der Heilige Geist, der durch mich spricht. Bruder, du hast sehr schöne Worte gesagt. Sehr, sehr schöne Worte. Ich glaube, du hast den kompletten Knockout ja, reingebracht. Ich denke, schöner kann ich es gar nicht sagen, so wie du. Du hast es wirklich sehr schön gesagt. Vielen, vielen Dank, Bruder. Und eigentlich, ich sage dir ganz ehrlich, das, was wir Christen mitnehmen dürfen in die Ewigkeit, sind leider keine materiellen Sachen, sind auch nicht unsere Familien. Wir können nur die Menschen mitnehmen, die quasi auch. Ich habe vor kurzem was gesehen oder was gelesen, was Ja. mich sehr traurig gemacht hat. Man kann sich im Himmel nur noch an die Menschen erinnern, die auch im Himmel sind. Und ich habe so viele Freunde und so viele Verwandte, die Jesus nicht annehmen, die ihn nicht als Gott Warte mal, annehmen. wiederhol das noch mal. Wiederhol das noch mal, was du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob ich es gehört oder gelesen habe. Man kann als Christ, wenn man in den Himmel kommt, sich nur noch an die Menschen erinnern, die auch im Himmel sind. Das bedeutet, gehen wir mal davon aus, Iman und ich sind befreundet. Sie ist jetzt sowieso weg. Ja. Iman und ich sind befreundet. Iman landet aber in der Hölle. Wenn ich im Himmel bin, kann ich mich an sie nicht mehr erinnern. Oh. Ja, und dabei geht Da es darum. muss ich erst mal gucken. Also gibt es diesen Bibelvers, weil ich möchte da Nein, keine das Fehler kann ich machen. dir leider nicht sagen. Ich weiß nicht, wo ich das gehört habe. Kennst du Cliff Nächtle?
Den müsst du kennen, der Amerikaner, der quasi auf Unis und predigen geht. Also, ich möchte nichts Falsches sagen. Ich muss diese Bibelstelle erstmal selber lesen. Mach das. Und es geht halt einfach nur um den Gedanken darum, dass quasi wir uns nur noch an Menschen erinnern können, die auch im Himmel sind. Ne? Okay. Sagen wir mal, meine Mama kommt nicht in den Himmel. Werde ich, wenn ich im Himmel sein, aber mich nicht mehr an meine Mama erinnern. Und das ist so unendlich traurig. Und ich will am liebsten so viele Menschen mitnehmen, damit ich dort nicht alleine bin. Ich bin dort, also alleine bist du sowieso nicht. Du bist mit Gott, aber Also, das heißt also, wir müssen so viele Seelen retten wie möglich. Aber Bruder, ich möchte da keine Fehler machen. ja. Ich muss diesen Bibelvers erstmal lesen. Also, wenn das im Jesaja drinne steht. Okay, ich muss mir das mal anschauen. Ich Mach schaue es das mir mal mal in an. Ruhe und dann würde ich mich auch sogar freuen, wenn du mir das nennen könntest, weil ich habe es auch nur gehört. Interessiere mich halt sehr dafür, aber ich bin eher so fixiert auf Reels und was die Leute so über Gott sagen. Ich hinterfrage jetzt nicht die Verse und ich müsste auch die Bibel komplett gelesen haben. Das habe ich nicht. Das habe ich nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber Liebe, also es ist einfach nur unglaublich, wie sehr Gott diese Menschen liebt, alle liebt und wie sehr diese Menschen so irrgeleitet sind vom Satan. Ich bin sprachlos. Ich bin Ich habe sprachlos. den Bibelvers, ich lese den mal vor. Oh, wow. Ja, ich hab den Bibelvers, ich lese den jetzt mal vor. Ja, an die Brüder, vielen, vielen Dank, an die Brüder und die Geschwister, die sich so viel Mühe machen gerade. Wir lesen das jetzt mal für alle vor. Und das ist nochmal etwas, wo wir Gas geben müssen und die Wahrheit verkünden müssen, ne, Leute? Ihr wisst Bescheid. So, so, wow, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in dem Sinne kommen werden. Sondern ihr sollt euch alle Zeit freuen und frohlocken. Wow, Amen, Wow, wow. das tut mir weh. Das tut mir weh, Das Leute. tut Ich mir doch meine das immer ernst. weh. Bruder, Wow. meine zwei besten Freunde sind Marokkaner, sind Muslime. Wow. Ich will beide mitnehmen. Ich will beide so unendlich gerne mitnehmen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Und ich bete für sie. Und ich bete und bete und bete für sie. Der eine Aber möchte. Leute, wisst ihr, was richtig krass ist? Dieser Vers, da läuft mir wirklich einen kalten Schauer unterm Rücken. Ich sag euch auch, warum. Überlegt euch mal, es wird wow, Leute, mir fehlen die Worte. Ich kann schon fast gar nichts mehr sagen, weil Gott wird das so, boah, ey Mann, krass. Das ist krass, das ist Gänsehaut, Leute. Ihr werdet euch nicht mehr an eure Mütter erinnern, wenn sie in der Hölle gehen. Ihr wisst nicht mehr, wer sie sind. Keiner weiß es mehr. Wow. Weil, sonst würde ja viel, ich kann verstehen, ich weiß schon, was dahinter steckt. Wow, das ist krass. Leute, wow. Alter, In wow. Lukas 19, Geschwister, Das in ist Lukas Wahnsinn. 19, da spricht der Herr Jesus über den reichen Mann und den armen Lazarus, ja. Und da ist auch das Gleichnis mit Hölle und Himmel, ja. Die, die in der Hölle sind, die können die, die im Himmel sind, sehen. Die, die im Himmel sind, können aber nicht die sehen, welche in der Hölle sind. Wow. Das ist auch absolut krass, ne? Gottes Segen, Bruder, Und Gottes dann Segen. sagt der Reiche, Oh, Gottes Segen euch allen. Herr, sende doch Lazarus zurück, damit er meine Familie warnen kann vor dieser Qual. Denn ich ertrage hier eine Pein, dieses Feuer. Es zerstört mich sozusagen in meinen Worten jetzt. Das ist auch absolut. Lukas 16.
Wahnsinn. Komplett alle. Ja, Joe, ich Konnte glaube, irgendwas reden. stimmt mit der Verbindung von euch, ist alles. Leute. Also bei mir stimmt alles gut. Ich sehe dich, ich höre dich. Okay. Ich habe eine Frage. Okay. Aber bitte Super. kreuzigt mich jetzt alle Ja, nicht. Bruder. Hangert mich nicht alle an, bitte. Ich habe eine Frage an euch. Alle, die hier drinne sind. Ja. Was ist, wenn wir erfahren werden, dass Israel nicht unser heiliges Land ist und das gelobte Land ist mehr? Was machen wir? Puh, dann ist nicht so gut, ne? Was würdet ihr tun, wenn ihr erfahren werdet, dass Israel nicht mehr dieses gelobte Land ist und diese Prophezeiung nicht mehr wirklich? Das ist keine Irrlehre. Ich frage euch ja, ich habe ja keine Lehre hier gemacht. Ich habe die Frage gestellt, in den Raum gestellt. Was, wenn das nicht Also, mehr? Der Bruder fragt dich, das Ding weißt du, ist, was ich Joe. meine? Ja. Der Bruder fragt dich, Das weißt du, was Problem ich ist, Joe, meine? Bruderherz. Echt? Das Problem ist, Joe, Bruderherz. Ich wüsste nicht mal, was ich darauf für eine Antwort geben soll, weil das Land ist ja ein geliebtes Land. Weißt du, was ich meine? Ebenfalls auch Palästina. Was ist, wenn ich dir sage, warum der Zionismus fehlschlagen muss? Sag uns das, wir sind ganz Ohr. Wir sind Der ganz Ohr. Zionismus wird auf jeden Fall kaputt gehen, weil das ist nicht Dankeschön. Israel und das ist auch nicht das Judentum. Viele der Dankeschön. Juden demonstrieren gegen den Zionismus. Das ist Dankeschön, Dankeschön. Das wollte ich hören. Genau das. das wollte ich Da hören. macht ihr mal gar kein Problem, macht ihr da gar keine Gedanken. Gott wird auch die ganzen Zionisten, sie denken, es gibt einen Vers aus der Bibel, sie denken, dass sie das auserwählte Volk sind, aber Gott sagt, nur weil ihr Abrahams Nachkommen seid, heißt das nicht, dass ihr tun und lassen könnt, was ihr wollt. Ich Was werfe ihr Steine wollt, dahin genau. und schicke Genau. Armee Gottes Volk. Amen. Genau das ist das, worauf ich hinaus Amen. wollte. Das hast du gut gesagt. Das hast du wirklich schön Genau gesagt. deshalb wollte ich darauf hinaus. Der Bruder einfach, ich Einfach kann das selber. Bibito. Genau. Darauf wollte ich hinaus. Der Bruder fragt dich und die Schwester Pocahontas weiß, was ich meine, wissen, was ich meine. Es gibt wirklich tatsächlich Schriften, die das besagen, dass der Herr Jesus Christus das im neuen Bund nicht mehr sieht als gelobtes Land. Das Als sagt Land, als. aus. Entschuldigung? Das sagt ja auch die Bibel aus, dass sie nicht Genau. mehr das auserwählte Volk sind, sondern Genau. mit Jesus Christus Du meinst aber im Neuen Testament, im richtig? Neuen Testament, Bruder. Genau, im Neuen Testament. Im Neuen. Im alten, Im Alten altes, Bund alter ist es Bund, noch. Neues Testament. Okay, Im Neuen okay. Bund ist ja auch gesagt worden, dass die damaligen Bewohner des Landes Jesus ja sozusagen umbrachten, TikTok sportlich. Und im Neuen Bund, wo Jesus Christus das geschlossen hat mit den Menschen oder der Herrgott mit den Menschen geschlossen hat, ist das gelobte Land nicht mehr als gelobtes Land zu sehen. Aber wir dürfen ja eine Sache auch nicht vergessen. Gott hat ja trotzdem den Juden nicht verworfen. Das dürft ihr nicht vergessen, ne? Nein, 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 aber er hat 1900 Jahre ihnen die Möglichkeit gegeben, sich zu richten nach Gottes Fürwort. Sie Nach leider nicht Sie haben gemacht. ihn ja verworfen, Flex. Genau. Sie sind aus dem Bund gegangen. Der Herr Genau. sagt doch in der Bibel, ihr seid aus meinem Bund gegangen, deswegen seid ihr nicht Nein, mehr mein Volk. liebe Geschwister, bitte stopp, 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 stopp. Niemand sagt hier, ihr sollt Israel verfluchen. Bitte hört auf, so ein Blödsinn rauszulassen. Das ist nur, es Nein, ist in unseren absolut, alles Schriften, gut. Wir können es uns ist ja in die unseren Meinungen Schriften anhören. drinne. Wir haben ja hier nicht irgendwelche Schriften, die wir aus dem Allerwertesten gezogen haben, sondern es sind heilige Schriften, die auch besagen und auch wirklich authentisch sind, die sagen, dass Ja. das nicht mehr das gelobte Land ist. Das ist nicht irgendwo hergeholt. Das ist der neue Bund. Und dieser neue Bund ist jetzt Bestand unserer Lehre. Ja. Und der Joe, Juden, Gottes ja, Segen. Bruder, klar. damit hier keine Missverständnisse sind. Der neue Bund ist für alle, für die Juden, für die Araber, für die Deutschen, für jeden Menschen. Man schließt hier niemanden aus und auch einen Juden nicht. Kurz, das Problem ist einfach, meine Lieben, viele, das ist das Problem bei der eigenen Interpretation und eigenen Lehre.
Wir nehmen 10 Leute und jeder interpretiert es auf seine Art und Weise. So, aber es ist halt so, das Alte Testament steht für dieses, ich sag mal, Körperliche, das Irdische und das Neue für das Himmlische. Im Alten Testament wird über das Irdische Israel gesprochen. Und das ist jetzt das Problem, was viele vertauschen und verwechseln. Und im Neuen Bund wird über das Himmlische Israel gesprochen. Das Neue Testament ist eine Vergeistlichung des Alten. Wir Ganz sind, kurz, im Alten, sorry Bruder, jetzt, wenn ich dich unterbreche, im Alten geht es ja um das irdische Israel. Genau, ja, genau, ja, Ja, natürlich. und im Neuen Testament sehen wir ja den himmlischen Israel. Genau, Also, genau. Und wir sind genau, Himmels und da wird über das neue Paradies gesprochen von Israel. das ist das Israel, das Paradies, dieses himmlische Israel ist das Paradies. Und wir sind alle jetzt Himmelsbürger. Wir sind Himmelsbürger und es gibt keinen Unterschied. Guck mal, es ist ja eine ganz einfache Sache. Es ist eine ganz einfache Sache. Ich frage dich Ja. einfach eine ganz einfache Sache. Danke, danke fürs Korrigieren. Die neue, was hat der Bruder geschrieben? Die neue Erde, nicht Israel. Danke fürs Korrigieren. Danke fürs Korrigieren, ja. Flex, kann ich ohne Jesus, wenn ich Jesus nicht annehme, kann ich zum Vater gelangen oder ins Himmelreich? Nein, 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 nein. nur durch den Herrn Jesus Ja, Christus. aber was ist, wenn ich sage, ich bin aber Israelit? Ich nehme aber Jesus nicht an. Aber ich Nein, das ist bin keine Chance für mich. Keine Chance. keine Chance, oder? Weil Jesus sagt, ohne mich Kommt kommt ihr ihr nicht nicht zum zum Vater? Vater. Genau. So, Richtig, genau. das heißt auch, man hat nicht mal das Anrecht, den Vater, Gott Vater zu nennen, wenn man Jesus nicht annimmt. Und das spielt auch keine Rolle, was für eine Nationalität man hat. Das ist nämlich, guck mal, Johannes der Täufer, ganz kurz, das ist nämlich sehr interessant. Ich liebe das zu zitieren. In Matthäus 3, 9 findet ein sehr interessantes Gespräch statt zwischen Johannes den Täufer und den Pharisäer und Sadduzäer. Das waren sehr große Schriftgelehrten, die Pharisäer. Ja. Und die haben sich nach der Tradition und alles, also wie soll ich sagen, festgehalten. Die Sadduzäer waren eher so sola scriptura. Aber beide waren sehr gute Gelehrte. Und da findet eine Diskussion statt in Matthäus 3, 9, also Kapitel 3, Vers 9. Und da wird diskutiert, wird darüber gesprochen, weil die Sadduzäer und Pharisäer meinen, wir sind ja Nachkommen Abrahams und so, ne? Warte, ich schlag das kurz mal auf, damit ich das Herr Bruder, fragt kurz. mich. Ich würde gerne was dazu sagen. Das passt Ja. gerade zu dem Thema. Psalm 127, 1. Falls du das aufschlagen willst, Bruder Flex, kannst du das gerne machen. Und da sagt er, an Gottes Segen ist alles gelegen. Von Ga ganz Solomon kurz, Psalm. 127, 1. Oder du kannst es uns vorlesen am besten. Du hast es vielleicht besser Ja, raus. warte, warte kurz. Okay, wer ist ready? An die Brüder und die Geschwister, die hier sind, alle mal ein Däumchen nach oben, alle hier, damit ich weiß, dass ihr ready seid zum Zuhören, ne? Das geht auch an euch, ne? Ihr wisst schon. Alle mal Daumen nach oben, damit ich Bescheid weiß, den kann ich mal vorlesen. Ich mache mich mal stumm. Ihr wisst ja, ich muss immer sicher sein, dass ihr alle hier dabei seid, ne? Ich lese mal vor, Leute. Eine Wohlfahrtslied von Salomon. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten um. Oh mein Gott, jetzt fresse ich hier die Wörter. Ich wiederhole mich nochmal. Ein Wohlfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Siehe, Kinder,
sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend wohl dem Mann, der seine Köcher mit ihnen gefüllt hat. Sie werden nicht zu Schanden, wenn sie mit dem Widersacher reden im Tor. So. Ganz kurz, ja, das ist jetzt blöd, weil ich wollte das fertig machen, was ich gesagt hatte. Jetzt sind wir, haben das Ganze über. Du kannst es andocken. Das passt dazu. Okay, pass auf. Wir lesen in Matthäus 3, fangen wir vom 5 bis 9 an, okay? Da findet eine sehr interessante Diskussion statt. Sehr gut, ihr müsst jetzt sehr gut zuhören. Da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze. Mach weiter. Um Gegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordanfluss getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. So, Johannes der Täufer bereitet sie vor auf die Annahme von Jesus, ne, auf das Kommen von Jesus. Als er aber viele Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, gut zuhören, sprach er zu ihnen, Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Und jetzt, genau, was passiert da? Was passiert da? Dort sagt Johannes der Täufer zu den Pharisäern und Sadduzäern, die zu seiner Taufe gekommen waren, eben das, was ich gesagt habe. In dieser Passage will ja Johannes der Täufer diesen religiösen Führer klar machen oder will sie ihrer falschen Sicherheit berauben, indem er betont, dass es nicht ausreicht, nur biologischer Nachkomme Abrahams zu sein, sprich Israelit. Er weist darauf hin, dass sogar Gott die Macht hätte, Kinder Abrahams aus Steinen zu erschaffen, wenn es nötig wäre. Vielmehr geht es darum, sich auf eine persönliche Beziehung mit Gott einzulassen und ein Leben des Glaubens zu führen, anstatt sich nur auf äußerliche Abstammung zu verlassen. Also, Abstammung ist keine Garantie. Amen. Und hier sehen wir auch zum Beispiel, als Jesus mit den Jesus, der Herr selbst, mit den Juden spricht und sagt, euer Vater ist der Teufel. Wie können also die Juden noch das auserwählte Volk sein? Also biologisch gesehen, ne? Aber ihr habt den Vater zum Teufel. In Johannes 8, 44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Das war ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Okay? Und wir haben auch das Gleichnis, es ist voll interessant, wir haben ja das Gleichnis in Lukas 14, 16 bis 24. Das ist ein Gleichnis vom großen Abendmahl. Da ladet ein Mann, darf ich das vorlesen, Flex? Ist es in Ordnung, wenn ich weitermache? Ein Mann gab ein großes Festmahl, sehr wichtig, gut zuhören, und lud viele dazu ein. Als die Zeit für das Festmahl gekommen war, aber warte ganz kurz. Jetzt weiß ich, warum die Muslime so lügen. Aha! Pass auf. Jetzt weiß ich, warum die Muslime so lügen. Pass auf. Schickt er seine Diener aus, um den Gästen Bescheid zu geben. So. Also, hier werden zuerst. Wer geladen? Für wen ist Jesus als erstes gekommen? Für das auserwählte Volk. Hier ladet
hier ladet der Herr die Juden ein und schickt seine Diener aus, die Propheten und so weiter und so fort, okay? Kommt, alles ist bereit. Doch sie fingen alle an, nacheinander sich zu entschuldigen. Der erste sagt zu ihm, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn anschauen. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe 5 Jochochsen gekauft und gehe jetzt, um sie auszuprobieren. Bitte entschuldige mich. Wieder ein anderer sagt, ich habe eine Frau geheiratet und deshalb kann ich nicht kommen. Der Diener kehrt zurück und berichtet es seinem Herrn. Da wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Diener, geh schnell hinaus auf die Straße und Gassen der Stadt. Okay. Das ist gleich fertig. Weil, wenn du fertig bist, kannst du mal die Schwester Tanka mal fragen, zu dem, was du vorgelesen hast, oder zu diesem Thema, was du da sagst, die davon hält. Ganz kurz. Ich möchte, dass wir alle der einer Meinung sind. Okay, klar. So. Der Diener kehrte zurück und berichtete seinem Herr, da wurde der Herr zornig und sagte zu seinem Diener, geh schnell hinaus auf die Straße und Gassen der Stadt und hol die Armen und Verkrüppelten. So, jetzt kommen wir, also das auserwählte Volk war hier geladen zuerst. Und sie haben angefangen mit Ausreden, wie sie es heute auch tun zum Beispiel. Ja, nein, das ist nicht der Messias und so weiter und so fort. Jetzt wird der Herr zornig und ladet und sagt, geh auf die Straße, ladet die Armen und Verkrüppelten. Jetzt ladet er alle ein. Nicht nur die Israeliten, die vorher die geladen waren. Die Blinden, die Lahmen herein. Der Diener sagte, Herr, es ist geschehen, wie du befohlen hast. Aber es ist immer noch Platz. Da sagt der Herr zu seinem Diener, geh hinaus auf die Landstraßen und an die Zäune und nötige die Leute hereinzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn ich sage euch, jetzt aufpassen, das ist jetzt der Endsatz, keiner von denen, die eingeladen waren, wird mein Festmahl genießen. Punkt. Amen. Amen, Amen. Ich würde gerne noch was, bevor die Tanga du was sagt, noch was lesen. Und zwar aus Matthäus 23, 37 und 38. Und zwar heißt es dort bei 37, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und du steinigst die Boten, die zu dir gesandt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder zusammenbringen, sie so wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln zusammenbringt. Aber ihr wolltet nicht. Plus 38, euer Haus wird verlassen, für euch zurückbleiben. Das zählt auch zu diesem, der Zionismus muss fehlschlagen. Ganz kurz, zu dem, was der Bruder fraglich gesagt hat, was sagt denn Tanka dazu? Die Schwester Tanka, was sagst du denn dazu? Hallo, guten Abend. Danke für die Einladung. Also ich muss ganz klar sagen, dass die sogenannte Ersatztheologie, die besagt, dass die Kirche oder die Gemeinde das irdische Israel ersetzt hat, leider falsch ist. Weil wenn man das verfolgt, dann macht man eigentlich Gott zum Lügner. Tut mir leid, wenn ich so hart spreche. Aber wir lesen das im Römerbrief, dass Gott seine Verheißungen an sein Volk niemals widerruft. Also er widerruft das nicht. Okay, siehst du, und deswegen wollte ich unbedingt, dass auch wir dich ans Boot holen, weil ich weiß, Schwester, du bist sehr stark im Glaube und du hast das ja studiert. Und wir müssen alle eine Lehre folgen. Wir dürfen keine Fehler machen, wenn wir aus der Bibel... Es kann sein, dass wir Fehler machen und deswegen müssen wir das eventuell, wenn jemand es besser weiß, dass wir das korrigieren und sagen, Bruder, hör mal zu, du hast da einen kleinen Fehler gemacht, ja. Und deswegen habe ich jetzt einfach Tanka jetzt nochmal hier hochgeholt. Also wir hören mal Tanka zu. Sorry Tanka, ne, wenn ich kurz unterbrochen habe jetzt. Alles gut. Also die Ersatztheologie ist wirklich falsch, weil der Bund, das verstehen viele Christen nicht,
Es gibt verschiedene Bündnisse. Gott agiert immer in Bündnissen mit Menschen. Und es gibt den Bund von Noah, der wurde geschlossen, der ist ja bis heute gültig. Ja? Wenn wir einen Regenbogen sehen, können wir uns immer an diesen Bund erinnern, den Gott Richtig, ja. hat. Dann haben wir den Bund in Abraham. Dieser Bund wurde einseitig geschlossen. Das heißt, der Bündnispartner war nur Gott selbst, weil Abraham, als diese Tiere zerteilt worden ist und der Herr als Feuerofen oder Feuerfackel hindurchgegangen ist, war Abraham in einem tiefen Schlaf. Das heißt, er ist kein Bündnispartner von diesem ewigen Bund. Und in diesem Bund werden schon alle Nationen, also auch wir, werden gesegnet. Und dieser Bund ist nicht, ist immer noch gültig. Der ist nicht nichtig geworden. Der Ja, einzige ganz kurz. worden. Danke. Tut mir leid, wenn ich kurz unterbreche. Khadija, wenn du jetzt schreibst, sehr dämonisch und hochmütig diese Lehre, ich muss dich diesbezüglich ganz schnell warnen, Khadija. Das darfst du nicht böse nehmen, Khadija. Wenn ein Bruder oder eine Schwester einen Fehler macht, dann ermahnen wir sie. Aber wir können nicht sagen, ah, du Bruder, das war dämonisch, was du da machst. Lasst uns einfach ermahnen in der Liebe. Und lass uns das korrigieren. So, jetzt danke. Sorry. Also dieser Bund mit Abraham, der wurde geschlossen und der ist einfach, der gilt ewiglich. Und in diesem Bund ist auch festgesetzt, dass das physische Land Israel für immer den Nachkommen Abrahams gehört. Und das ist nicht, daran kann man nichts rütteln. Und wir wissen, dass Jerusalem in der Endzeit eine große Rolle spielen wird und auch zum Taumelstein wird, ja. Für jeden, der ihn anheben wird, der wird stürzen. Und das sehen wir. Wir sehen ja die Anfänge davon jetzt schon, ne? Und Gott wird sich seinem Volk nochmal zuwenden. Ich habe heute erst Apostelgeschichte gelesen, wo Paulus und ba Barnabas nach Zypern gegangen sind, am Anfang von ihrem Dienst. Sie wurden von dem Heiligen Geist dorthin geschickt, steht es in der Bibel. Ja, also ausgesandt. Und sie haben erst in den Synagogen gepredigt. Sie haben erst in den Synagogen gepredigt, also Paulus, bevor er in die Nation gegangen sind. Und dann gab es da einen Riesenaufstand, da haben sich irgendwelche vornehmen Frauen, dann wurden da berufen, angerufen oder was weiß ich was. Und die haben dann einen Riesenaufstand und haben die dann dort verscheucht und was weiß ich was. Und dann hat Paulus gesagt, es musste erst den Juden gepredigt werden. Und jetzt können wir in die Nationen gehen. Das darf man nicht vergessen. Es ist der Olivenbaum. Der Herr ist die Wurzel. Das Heil kommt aus den Juden und dort hineingepropft. Und wir dürfen uns nicht, ich glaube, Römerbrief sagt das auch, wir dürfen uns nicht überheben und sagen, wir brauchen den Baum und die Wurzel nicht. Wir sind Warte eigentlich. mal, das war, glaube ich, Römerbrief. Ich hab eine Frage an Schwester Tanka. Ja. Wir reden hier vom Judentum. Und ich glaube, das wird kein Christ verneinen. Wir alle stammen von den Juden ab. Wir alle. Wir sind alle Kinder Abrahams. So, aber ich glaube, was hier der Bruder Joe und Fragtisch quasi erklärt haben wollten, ist der Zionismus, der gerade aktuell quasi sehr stark befallen ist in Israel. Es ist wie eine Seuche gerade. Man tötet, man mordet für seine Interessen. Das ist quasi, Aber hat Bruder, meiner Bruder. Meinung nach nichts mehr mit Judentum zu tun, sondern Ja. hier geht es darum, dass man quasi versucht, und du kannst mir ruhig widersprechen, aber ich glaube nicht, dass der Herr Jesus Christus möchte, dass wir andere Menschen töten. Ich Nee, glaube nicht. aber Bruder, ganz kurz, lassen wir mal Ja. die Tanker zu Ende reden, weil ich Ja, wollte ihr natürlich, Wort noch zu Ende natürlich. führen. Ja, was wollte ich noch sagen? Also wir dürfen uns nicht überheben wir sind eingepfropft. Wir könnten auch jederzeit wieder abgeschnitten werden. Also wir dürfen uns nicht überheben. Und wenn Christen halt jetzt sehen, so was passiert gerade in Israel oder was weiß ich was, wir als Christen sind mit dem Israel, das im Bund mit Gott ist, verbunden.
Wenn eine gewählte Regierung Fehler macht, hebt es nicht, das müssen wir verstehen, wir reden hier von ewigen Bünden. Ein Fehler seitens der Menschen, ja, hebt diesen Bund nicht einfach auf. Das ist einfach Fakt. Und ganz kurze Frage, das ist wichtig, an die Schwester. Erstens, ist es deiner Meinung nach, sind die Juden noch in der Wahrheit und können sie sich Kinder Gottes nennen? Die Errettung ist nur durch Jesus Christus möglich. Das sehen wir auch bei Paulus, dass er um sein eigenes Volk eigentlich weint und sagt, er wäre selber lieber verflucht, damit sein Volk gerettet wird. Also eine Errettung ist natürlich nur im Herrn Jesus Christus möglich. Aber die Zusagen, die die Gott Abraham gemacht hat in dem Bund, sind nicht aufgelöst. Darf ich auch gerne mal was sagen? Danke, liebe Tanka-Schwester. Gerne. Also ich bin ja auch ein bisschen mit dir, ich bin aber auch ein bisschen weiter weg von dir. Es kann nicht sein, dass der Herr, liebe Jesus Christus, unser aller Schöpfer, unser lieber Herr Gott, es zulässt, dass eine politische Einstellung die Prophezeiung nutzt, um Menschenleben zu nehmen, der sich darauf beruft und zu sagen, ich gehe nach der Prophezeiung und das soll im Namen Gottes geschehen. Ich glaube, da sind wir weit von ihm entfernt, was der Herr, liebe Jesus Christus, von uns wollte und was er von uns erwartet als Christen. Ich glaube, das hat nichts mehr damit zu tun. Die Prophezeiung ist schon richtig, aber es hat nichts mehr in diesem Moment mit dieser Prophezeiung zu tun. Es tut mir leid. Es passieren Dinge, die nicht mehr ertragbar sind. Und wir sind ja immer noch verpflichtet als Christen, diese Finsternis aufzudecken, diese Finsternis anzuprangern. Das, was gerade geschieht, ist nicht Gottes Wille. Aber warte mal, wurde das nicht prophezeit oder irre ich mich jetzt gerade? Die Prophezeiung ist schon da, dass die Befreiung Israel kommt. Aber das, was gerade passiert, politischerweise, also wir müssen... Warte, bitte, lass mich kurz ausreden. Ich habe mich wirklich ausreden lassen. Ich möchte das gerne auch beenden, weil ich sage auch nicht umsonst, warum der Zionismus fehlschlagen muss. Es gibt viel zu viele Dinge, die geschehen, die nichts mehr mit dieser Lehre, die wir gelernt haben, zu tun hat. Es tut mir leid, liebe Geschwister. Es hat nichts mehr damit zu tun. Es hat wirklich nichts mehr damit zu tun. Und ich sehe Menschen sterben, die nichts dafür können, dass sich zwei Völker nicht mehr verstehen. Dass von vornherein auf die politische Ebene gefahren wird und es nichts mehr mit unserer Prophezeiung zu tun hat. Es tut mir leid, das hat nichts mehr damit zu tun. Ich bin zu 100% mit der Schwester Tanka zu, was unsere Prophezeiung angeht, bin ich zu 100% da hinter dir. Aber es tut mir leid, das, was gerade passiert, hat mit unserem Glauben nichts mehr zu tun. Das ist einfach nur noch Willküre. Das ist nur noch Willkür. Es tut mir leid. Versteht mich da nicht verkehrt. Ich hätte da auch eine Frage zu Tankatu, also wegen deiner Aussage. Wie verstehst du dann Jesaja 24, Vers 5? Da steht ja, die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, aber, denn sie aber haben bitte, Gesetze. Bitte an alle, lasst uns bitte in der Liebe bleiben. Ich will nur nicht, dass wir, ihr wisst schon. Nee, alles gut, Bruder. Okay. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen. Wie verstehst du das? Also wir sehen natürlich auch im Alten Testament immer wieder, wenn die Israeliten, also Gott hat die Israeliten erwählt als ein Volk für ihn ausgesondert und heilig unter anderen Völkern. Und wenn das Volk aber gegen Gottes Gebote gegangen ist, genauso wie die anderen Völker, dann wurde das super hart auch bestraft. Und deswegen haben die Israeliten auch immer, die sind auch in die Diaspora gegangen. Das wurde übrigens, diese 400 Jahre wurden dem Abraham sogar schon prophezeit. Was heißt prophezeit? Also Gott hat Abraham das in dem Traum schon gezeigt,
dass sein Volk, also diese 400 Jahre weggebracht werden wird. Könnte man nachlesen, das ist wie so ein Albtraum, den er da hatte. Das ist immer klar, dass wenn die Israeliten gegen Gottes Gebote, dann haben sie auch voll harte Strafe bekommen. Schwester, ganz kurz. Aber das war jetzt nicht die Antwort. Aber das hat das, der Bund. Ganz kurz, lass nur die Schwester ausreden. Ganz kurz. Moment, sorry, mein Wecker hat geklingelt. Der Bund mit Abraham ist dadurch nicht aufgehoben. Der wurde einseitig geschlossen, Leute. Der kann gar nicht von der Seite gebrochen werden. Aber hier steht, sie haben ihn gebrochen. Und in Mose steht nämlich auch die Forderung, damit dieser Bund erhalten bleibt. Wenn du sagst, er ist einzig, also nur einseitig, ohne Forderung, dann spricht das gegen die Bibel, Tankatu. Pocahontas, wir hatten das mehrmals besprochen, du mischt die Bündnisse. Du darfst die Bündnisse von Abraham und von Mose nicht mischen, weil dann passiert es. Weil du mischst den Bund von Mose mit dem Bund von Abraham. Vers 5 vorgelesen. Da bezieht sich doch der Herr auf alle Bündnisse. Er spricht die Gesetze, er spricht das Gebot und den ewigen Bund an. Hier steht's, sie haben ihn gebrochen. Das steht ganz oft in der Bibel. Du sagst, er ist einseitig und kann von ihnen nicht gebrochen werden. Aber der Herr sagt es in der Bibel. Es spricht gegen deine Aussage. Ich möchte es ja gerne verstehen. Deswegen, du weißt, ich beschäftige mich seit 130 Tagen mit nichts anderem, weil ich es verstehen möchte. Nicht, weil ich zu 100% von irgendwas überzeugt bin. Ich lese. Aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Gab es nicht mehrere Bündnisse? Ja, korrekt. Es gab mehrere Bündnisse, ja. Genau. Und auf Bündnisse habe ich ja gerade erwähnt. Genau, und den Bund von Mose haben die Israeliten immer wieder gebrochen. Sorry. Du hast auch gesagt, dass das Heil von den Juden kommt, von dem Volk. Also nach meinem Verständnis, das Heil kann nur von Gott kommen. Das Heil kommt von Jesus Christus, weil er Jude war. Darauf wird sich bezogen. Das Heil kann nicht von einem Volk oder von Menschen kommen. So verstehe ich das. Das sagt die Bibel, aber dass das Heil von den Juden kommt, das ist biblisches Wort. Das ist nicht mein Wort. Auf jeden Fall, diese Bündnisse, guck mal, den Mose-Bund haben die Israeliten immer wieder gebrochen. Deswegen wurde dieser Bund ja auch ein da gab es einen neuen Bund, aber nur für den Mosebund, nicht für. Darf ich gerne mal was vorlesen aus der Bibel? Nicht in Ordnung für dich, Tanka? Vielleicht kommen wir alle mal zu einer. Wenn Tanka fertig geredet hat, dann ja, warum nicht? Darf ich kurz was sagen? Ich würde mich gerne verabschieden von allen Geschwistern, die hier gerade im Live sind. Muss leider gehen. Natürlich, mein Lieber. Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Danke dir auch, Bruder. Vielen Dank. Dass Gott seine schützende und heilende Hand über euch und eure Familien legt. Und bitte tut mir einen einzigen Gefallen, einen einzigen. Bleibt immer in der Liebe, bleibt immer respektvoll. Und eine Sache, um die ich euch gerne bitten würde, lasst uns heute Abend bitte alle Iman in unser Gebet mit aufnehmen, dass der Herr Jesus Christus ihr Herz berührt und sie endlich die Wahrheit findet. Bitte tut mir diesen einen Gefallen. Bruder. Ja, ja. Du bist schon ein richtiger Schleimer, bist du, aber Spaß. Aber nein, Bruder, absolut nicht. Guck mal, Bruder. Ich mach Spaß. Stell dir mal vor, du bist im Himmel und dann kommt jemand zu dir und sagt, danke dir, wegen dir, wegen diesem Live bin ich zur Wahrheit gekommen. Wegen dir. Wie schön wäre das bitte? Es ist schön. Es ist auf jeden Fall was sehr, sehr Schönes. Sehr, sehr schön. Passt alle auf euch auf. Ich wünsche euch allen Gottes Segen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auch ja, natürlich. Wenn du da bist, auf jeden Fall, Bruder. Ich bin da. Ja. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ciao. Ja, ciao. Lass mal kurz die Schwester Tanka zu Ende sprechen, weil sonst ist es ein bisschen unfair. Ne? Ich hoffe, ihr habt Erbarmen. Lasst mal die Schwester Tanka und dann gehen wir eins nach dem anderen. Ne? Tanka. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich war fertig. Also es ist wichtig, dass wir die Bündnisse nicht mischen. Wenn wir sagen, es gibt einen neuen Bund, heißt es nicht, dass alle Bündnisse aufgelöst sind, sondern nur der Bund
mit Mose, wo die Bündnispartner ja Israel und Gott waren. Und immer wenn die Israeliten diesen Bund gebrochen haben, deswegen haben wir diese Fluch- und die Segensworte, gesegnet seist du, wenn du das und das und das tust und verflucht seist du, wenn du das und das und das tust. Und dann hat das Volk Israel gesagt, Amen. Und wenn sie es gebrochen haben, waren sie dann verflucht, weil sie unter das Fluch des Gesetzes gekommen sind. Und dieses Bündnis, weil jetzt sage ich nochmal warum, diese Tiere, die immer geschlachtet und geopfert worden sind, die konnten die Sünden nur bedecken. Die konnten den Menschen nicht reinigen und sein Gewissen nicht reinigen. Deswegen ist Herr Jesus Christus gestorben, um die Sünden nicht zu bedecken, wie so ein bisschen Erde drauf tun, sondern zu reinigen. Und dieser Bund wurde erneuert. Und alle anderen nicht. Zweiter Chroniker, lese den Salzbund. Ja. Screenshot. Also das dürfen wir nicht verwechseln. Ich bin dann schon fertig, glaube ich. Erst. Vielen Dank, Tangato. Gottes Segen. Ich habe nur eine kleine Sache noch und dann bin ich auch wieder raus hier, weil ich sehe auch in den Kommentaren, die Menschen hier sind sehr leicht verbittert, weil sie nicht verstehen wollen, dass es auch andere Menschen gibt, die sich auch mal um andere Dinge sorgen. Aber alles gut. Ich bin ja auch nicht hier, um zu richten. Der Zionismus muss ja in einem gewissen Lage fehlschlagen, weil vieles ja nicht so stimmt, wie es sein soll. Und zwar lesen wir hier im Psalm 127, wo es dann nicht weiterging mit dem Lesen, weil es hat dann irgendwann mal auch gestockt, steht hier zum Beispiel, Moment, ich muss gerade nochmal zurückfahren, der Zionismus muss fehlschlagen, weil Gott nichts damit zu tun hat und weil die Bauleute vergeblich arbeiten. Wenn Gott das Haus nicht baut, oder Gott hatte den Hebräern mehr als 1900 Jahre lang besonders Gunst erwiesen, aber als sie seinen Sohn als ihren Messias verwarfen und ihn umbrachten, machte er seinem Bund mit ihnen ein Ende und ersetzte ihn durch einen neuen, der mit den Menschen schloss, die Jesus Christus als ihren Messias annahmen. Seither ist es nicht mehr die Blutverwandtschaft mit Abraham ausschlaggebend, sondern ein Glaube, wie ihn Abraham hatte, der bei den Zionisten nicht zu finden ist. Darf ich auch was vorlesen? Also der Bruder sagt, ich soll... Aber kannst du mir das erklären? Mit dem Zionismus? Ja. Da muss man jetzt mal definieren, was Zionismus ist. Also das ist ja der Wunsch. Aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber dürfen wir Zionismus mit der Bibel vermischen? Dürfen wir das? Also ich frage nur. Es geht ja um den neuen Bund, Flex. Es geht ja um den neuen Bund. Es geht ja nicht um den Zionismus oder so. Es geht ja um den neuen Bund. Okay. Danka wollte was sagen. Ich wollte was vorlesen, was der Bruder Jan ist, aber vielleicht kann man ihn hochholen, weil ich kann es nur vorlesen. Er kann nur erklären, aber was er damit meint. Aber ich gehe runter, Thema. Warte doch. Solltet ihr nicht erkannt haben, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel für ewig dem David gegeben hat, ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund? Vielleicht kann ja der Bruder hochkommen und erklären, was damit gemeint ist. Wer? Bruder Jannis 71. Er hat es Jannis 71, ja, der muss eine Anfrage schicken. Ich sehe hier keine Anfrage. Okay. Bruder, schick mal Anfrage. Du musst ja, wenn er eine Anfrage schickt. Ist die Schwester fertig? Zusammen. Ich wollte auch noch kurz meinen Teil sagen, wenn es okay ist. Also, ich muss sagen, ich stimme Tanka To 100% zu, natürlich. Man darf auf jeden Fall nicht den Fehler machen, dass man seine eigenen politischen Vorurteile und Wertvorstellungen mit der Bibel vermischt und das versucht, sich so hinzubiegen, wie man möchte, um Prophezeiungen und alles.
Es ist wichtig, dass man sie so auslegt, wie sie auch gemeint sind. Und dass es heute in Israel gibt, ist auch Teil, was vor 75 Jahren passiert ist, biblischer Prophezeiung. Es ist also Gottes Wille, dass die Juden wieder ihr eigenes Land haben. Und wenn wir uns auch die Werke anschauen, weil jemand meinte, man soll das Böse aufdecken und so weiter. Israel ist natürlich nicht verantwortlich für zivile Opfer. Sie versuchen das zu vermeiden. Sie benutzen viele verschiedene intelligente Methoden und gehen sehr präzise vor. Wir unterstützen natürlich eine Demokratie, die für Freiheit steht und Menschenrechte und Religionsfreiheit. Im Nahen Osten ist es das einzige Land, wo Christen nicht verfolgt werden. Bei den anderen Ländern drumherum ist es ein bisschen anders. Ganz kurz, das stimmt aber nicht. Christen werden auch von Juden verfolgt. Also guck dir in YouTube Videos an, da hast du genug, ich habe auch vieles hochgeladen. Das stimmt gar nicht. Die Juden sind absolute Feinde der Christen. Die Juden sind einzelne sehr streng orthodoxe Menschen, die dann vielleicht, weil sie ja unseren Glauben verstehen und dass wir den Messias und alles, dass sie dann nicht so sehr uns Christen uns mögen. Aber der israelische Staat ist jetzt eigentlich nicht verantwortlich oder von oben nach unten werden keine Verfolgungsbefehle an Christen oder an Muslime oder sonst irgendwelche Minderheiten. Gottes Segen erstmal an alle. Ich höre es mal zu und dann rede ich mit. Schöne Grüße, Bruder Apologet. Gottes Segen, ja. Genau. Eigentlich, das ist nur, was ich sagen wollte. Ich wollte daran erinnern. Also wir sollten bei Israel auch, wir sollten immer die Werke anschauen und es ist ein Staat, der gut ist, für Freiheit und Demokratie steht und Menschenrechte und das sollte man sich bewusst machen und was Prophezeiungen in der Bibel angeht, immer sehr skeptisch sein, vorsichtig sein, verschiedene Quellen und Aussagen prüfen und ja, genau, immer die alles in Betracht ziehen, so gut es geht. Also vielen Dank, Flexor, dass ich meine Sachen sagen durfte. Vor allem sollten wir nicht unter einem Kamm alle Israeliten oder Juden scheren. Ja? Sehr gut, ja, sehr gut. Denn wir wissen, dass es von jedem Volk, jeder Nation dieser Welt schwarze Schafe gibt, ja, leider. Das heißt aber nicht, dass jeder Israelit oder so verloren ist auf die Ewigkeit oder jetzt, weil sie den Herrn damals vor 2000 Jahren verworfen haben. Also wir leben noch in der Gnadenzeit, ja. Und selbst wenn der Herr uns alle entrückt hat, wenn wir über die 144.000 lesen, welche 12.000, ja, aus 12 Nationen sind, aus 12 Stämmen sind und das jeweils aus jedem Stamm der Israeliten. Das sind die Erstlinge, sagt die Bibel, ja, in Offenbarung 14. Die Israeliten werden in der großen Trübsal, werden von den Israeliten noch 144.000 noch, ja, errettet werden. Das müssen wir uns auch, das dürfen wir auch nicht vergessen. Denn, warte mal ganz kurz, ich habe hier was, genau. Die 144.000, das ist der Überrest aus Israel, der sich nach der Entrückung der Gemeinde bekehren wird. So hat das mal Roger Libby ausgelegt. Und ich gebe dem Bruder da sehr viel Vertrauen, denn ich habe das verglichen und selbst nachgeprüft und muss das auch so sehen. Denn die Bibel sagt, also ich würde sagen, vielleicht haben wir alle, der eine oder der andere hat eine andere Meinung, aber ich finde, wir müssen nochmals, ja, ich würde nochmal sagen, wir sollten alle nochmal lesen und sollten schauen, dass wir da nicht eventuell etwas vermischen, ne? Muss ich ganz ehrlich sein. Ne? Also wir müssen da sehr, sehr vorsichtig sein, was wir da lesen und wir können nicht einfach etwas hineininterpretieren. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir das Richtige befolgen. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir all diese Verse beispielsweise, dass wir das nochmal durchlesen, dass wir verstehen, um was es wirklich geht. Weil ich habe gemerkt, es gibt verschiedene Sichten hier und ich würde sagen, ich muss mich da auch nochmal richtig reinlesen, dass ich ebenfalls einfach keine Fehler mache. Ne? Genau. Ganz kurz zum Abschluss. Richtige Sicht ist, wenn wir Flex. Jesus seine Sicht sehen und diese annehmen. Unsere Sichten sind immer falsch. Wir sind Menschen. Jesus hat immer recht.
Amen. 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 Flex, kannst du denn, der Bruder Janis will hoch, der kann es auch, glaube ich, gut erklären, aber die Raster reichen nicht. Soll ich runtergehen, dass du ihn hochholst? Danke, ich kann auch gehen. Ich wollte nur noch etwas sagen, weil ich wollte jetzt Janis, auch das Gebet Janis kann ich machen. hochholen, wenn er eine Anfrage schickt. Ah, Janis ist hier, okay. Oder nur noch etwas ganz kurz, weil ich wollte das Abendgebet machen, sowieso jetzt. Ja. Nur drei Sachen, okay? Weil, wie gesagt, ich muss dann sowieso weg. Also, nur diese drei Zeilen. Okay, erlaubt mir das. Johannes 1,12. Aber ihnen, die sich an ihn, Jesus, glauben, annehmen, gibt er Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Bam. Nur mit Jesus. Kein Israelit, nicht Israelit. Nur dann, wenn du Jesus annimmst, hast du das Anrecht, Kinder Gottes, Kind Gottes dich zu nennen. So, jetzt habe ich. Johannes 14,6, Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, nicht durch Israel. Und jetzt das Letzte, 1. Johannes 5,12, wer den Sohn hat, der hat das Leben, nicht Israel. Also wer den Sohn hat und wer Israel hat, wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Punkt, Ende, aus. Ganz einfache Geschichte ist es. Gott segne euch und eure Familien. Ich bin raus. Vielen, vielen Dank. Und Flex, Ich würde ja, aber eine Sache nochmal bei der Bruder. Nico hat was gepostet, Bruder fragt dich. Lies mal 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 und 10. okay, das mache ich auch noch schnell. Warte ganz kurz. Ich bin am Rechner. Ich mache das online. Einen Moment. Petrus Ja, alles gut. Wir dürfen nur keine Fehler machen. 2, 9 bis, wie wir? 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9 Ach, ich und 10. weiß es. Okay, ja. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr Tugend dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, ja genau, ich kenne das, jetzt aber ein Volk Gottes seid, das sind die Christen gemeint, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. So, es ist eine ganz klare Sache, es ist eine klare Geschichte, es wird halt viel mit dem Alten Testament vermischt. Hier wurden die Christen gemeint und man sieht es auch. Das neue auserwählte Volk Gottes sind die Christen. Gott hat seinen Bund von seiner Seite nicht gebrochen. Gott ist seinem Wort und seinem Bund treu. Aber die Juden haben den Messias verworfen. Sie haben ihn nicht angenommen. Sie können ihn noch annehmen, wie jeder andere auch. Und dann zählen sie zu diesem auserwählten Volk Gottes. Genau. Erbe Abrahams. Punkt, Ende, Das aus. Da stimmt. gibt es nicht viel zu philosophieren. Weil du, so, ja, hier, da, dies, das, deswegen, ich muss raus, meine Lieben. Abendgebet, Gott segne euch und eure Familien. Jesus lebt, Jesus ist der Erlöser. Ohne den Erlöser gibt es keine Erlösung. Ohne den Erretter gibt es keine Errettung. Ohne das Leben gibt es kein Leben. Punkt, Ende, aus. Da gibt es keine Nation, die sich retten kann davor. Zack. Da hat ja auch keiner widersprochen, um ehrlich zu sein. Aber das, was ich gesagt habe. Können wir jetzt bitte Janis hochholen? Das wäre super. Ich Ja, natürlich, selbstverständlich. Genau, ich würde dem auch allem zusprechen, eigentlich, was er gesagt hat, fast. Aber wie gesagt, trotzdem, die Juden, die an Jesus heutzutage glauben, die sind gerettet. Punkt aus Ende vorbei. Da ist Du meinst kein Jude, der Angst haben muss, dass er nicht errettet wird, wenn er an Jesus trotzdem glaubt. an Juden, die jetzt Jesus Christus angenommen haben, richtig? Genau. Die werden Ja, trotzdem okay, errettet verstehe. werden. Er meint die messianischen Ja. Christen. Amen. Denn in Johannes 3, Vers 16 heißt es nicht, denn so sehr hat Gott die Welt alle außer die Juden geliebt, sondern da steht es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, ja. Und der Herr Jesus Christus hat den Juden das Vergeben noch am Kreuz, hat er ihnen schon vergeben. Er sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja. Wir sollten niemanden angreifen, verurteilen oder richten, denn der Herr selbst sagte zur Sünderin, wo sind deine Ankläger, nachdem er sagte, der ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen? Niemand konnte. Was hat der Herr gesagt? Ich will dich auch nicht fertig machen, sozusagen in meinen Worten. Ich will dich auch nicht anklagen. So geh hinfort,
sündige nicht mehr. Ich vergib dir meine Tochter, sozusagen in meinen Worten jetzt, ne? Und so sollten wir auch, wer sind wir, dass wir uns erhöhen, ne? Absolut, absolut, absolut. Bruder Janis. Hallo, grüßt euch. Ich glaube, danke, Tutti, verstehe dich nicht, auch der andere, wo rausgegangen ist, wo er sagt, jetzt er hat Abendgebet. Verstehe ich auch dieses Wort nicht, was das auch bedeutet, aber du hast nichts dagegen gesagt, was sie dagegen dich da gesprochen oder der andere, womit das Bild da war, der 1915. Ich verstehe nicht, dich nicht verstehen, was du meinst. Du sprichst von der Bund von Abraham, Isaac, Jakobs, du sprichst von dem Salzbund, was für Ewigkeit durch David und seine Heiligtum über Israel angesprochen wird, aber die Leute, ich weiß es nicht, die bringen Bibelversen, wo ich sage, du hast da nicht widersprochen und die missverstehen dich, glaube ich, in diesem Gespräch hier. Ja, also es ist klar, dass auch ein Jude nur durch Jesus Christus errettet wird. So ist das, ja, das sagt keiner von uns. Amen. Genau. Die brauchen auch den Herrn Jesus, wie die messianische Juden, wie die andere die Person, die Wahrheit jetzt vorher das gesagt. Aber irgendwie in eure Gespräch habe ich gemerkt, die haben dich missverstanden. Die denken, dass der Heil von dem Judentum kommt nur und irgendwie, du hast das nicht gesagt. Du hast nur von die Bunde geredet und du hast sehr gute Bibelverse erwähnt. Zweite Chroniker 13,5 hast du gelesen und das ist die Zusage, das Königstum über Israel ist für David und alle seine Nachkommen. Und das ist das Salz der ewigen Zeiten und das ist der Salzbund. Und der Salzbund sehen wir auch in Numeri 18, 19. Und was bedeutet dieser Salzbund? Salz bedeutet nicht anderes als das Zeichen für die Gemeinschaft mit Gott. Weil wir sehen auch das Salz, das reinigende Prozess und die Bedeutung in die Opfer, was die immer gebracht haben, in den Dankopfer, Speiseopfer und so weiter. Aber wir sehen auch, den Salzbund bezieht sich hier, wie auch in Esra 4,14, die gemeinsames Essen des Salzes und die Gemeinschaft und die Herstellung der Beziehung. Und Gott hat ein ewiger Bund geschlossen mit David und alle Israeliten und alle seine Nachkommen. Amen. Und die denken, dass dieser Bund fertig ist und dann geht der neue Bund mit Jesus. Aber Jesus sagt, ich bin der Nachkommen von David. Er geht das ewige Bund weiter von Jesus, wird das übertragen für den nächsten König der Ewigkeit. Das ist der David, Jesus Christus in übertragenen Sinn. Aber ich habe gemerkt, die missverstehen dich und die bringen die Bibelversen und die sagen, nein, die Juden sind heute nicht mehr das auserwählte Volk Gottes. Wir sind die Christen und die Juden, jetzt sind sie von Gott, auch die Frau hat zu dir die Bibelversen. Ich glaube, die haben gemeint. Ja, die haben missverstanden, meine Freund. Irgendetwas, auch die Frau hat ein Bibelvers gebracht, wo sie gesagt hat, wegen diesem Bund, was der Herr gesagt hat, ihr habt den Bund abgebrochen, ich werde euch dann züchtigen und den Bund mit euch beenden und das. Und die denken den ewigen Bund, aber die haben nicht verstanden, um was es geht, wenn wir die Kontext sehen. Ich glaube, das ist ein Missverständnis gewesen, weil auch der andere sagt Zionismus. Die trennen die Juden, Israeliten von den Zionisten. Das ist das Gleiche. Zionist, der Berg Zion. Die Juden sind Zionisten. Fertig. Aber irgendwie, die Muslimen haben eine neue Taktik gemacht, hier auch in TikTok, Zionisten in diese eine Gruppe, das sind die politischen Führer und dann haben wir die Juden, die arme Volk. Ja, wir wissen ja, die versuchen wir wissen ja, eine Raffiniertheit und eine Spaltung zu bringen, mein Freund. Amen. Wenn ich mal ganz kurz dazwischen grätschen darf, Janis, ich gebe dir recht mit dem Punkt, mit den Zionisten und Israel. Du hast recht, das ist der Berg Zion und alles drum und dran, wir kennen die Geschichten. Ich habe nur eine Frage. Zu diesem Thema. Ich habe schon etwas länger zugehört, aber ich habe gar nicht verstanden, was das Problem an der ganzen Sache jetzt ist. So ist es, ja. Ich habe das Problem nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, geht es um die Erlösung? Geht es um die Gerechtfertigung?
Geht es um die Auserwählung? Geht es um, ihr habt die ganze Zeit über die Bündel. Um den Verstoß der Israeliten habe ich verstanden von der einen Gruppe und die sagen, jetzt wir Christen sind hier, wir sind der neue Bund und die Juden sind nicht mehr sein Volk. Das habe ich verstanden. Die versuchen eine Trennung zwischen Christen und Juden zu machen auf neue. So habe ich das auch verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das so verstanden, ganz kurz, Geschwister, verzeiht mir, dass ich ganz kurz reingrätsche, dass dein Bruder fragt mich oder fragt dich, ne, so hieß er ja. Fragt dich. Genau, dass er das so interpretiert und ausgelegt hat, dass es kein Heil jemals mehr für keinen Juden mehr geben sollte. Unglaublich. So habe ich das verstanden, wie er das gesagt hat und genau deswegen habe ich das auch gesagt, also alles, was ich gesagt habe, sollte auch dem widersprechen. Deswegen, denn Römer 10, Vers 9 zählt auch für jeden Juden. Deswegen habe ich ihm gesagt, wenn ein Bruder oder eine Schwester eventuell einen Fehler macht, dann können wir die auch korrigieren. Das ist gar kein Problem. Amen. Nur lasst uns das weiterhin in der Liebe machen und dann entsteht auch kein Problem. Ne? Ich habe noch eine Frage. Habt ihr eigentlich einen Galater erwähnt? Also ich habe nicht einmal den Galaterbrief gehört und wenn wir den Galaterbrief lesen, da geht es ja genau darum, wer das Bundesvolk Gottes ist. Sind es jetzt die Heiden, die zu Christus gekommen sind? Sind es immer noch die Juden? Und da wollte ich immer nur wissen, ob ihr auch den Galaterbrief erwähnt habt, weil genau da geht es darum. Da erklärt ja Paulus so ausführlich, wer, ob unbeschnitten genau oder Beschneidung, denn es ist egal, ob man beschnitten ist. Wollen wir das zusammen nicht lesen, Geschwister? Das wäre optimal. Also das ist Galater 4. Genau. Galater 4, die Verse uns, 21 bis 31. Genau, das geht weiter bis Galater 5, Galater Vers 6. Noch machen. Hört ihr mich? Ja. Ja. Hört ihr mich, Leute? Lasst uns mal diesen Vers noch machen und dann würde ich euch alle mal bei dem Bruder Menzer mal rüberschicken, weil der Menzer streamt gerade. Genau, dann lasst uns mal den Galater-Vers mal bitte lesen. Also wenn irgendein Bruder von euch schon lesen möchte oder das schon aufgeschlagen hat, den Vers, dann lasst uns mal zusammen lesen. Aber darf ich ganz kurz vorab schicken, keiner von uns sagt, dass ein Jude nur aus seinem Judensein errettet ist. Ne? Das sagt keiner von uns, weder Janis noch ich. Die Errettung gibt es nur in Jesus. Ne? Das ist ganz klar. Amen. Dazu kann man nur Amen sagen. Ja, wie gesagt, Galater, die Verse 21 bis 31, die reden etwas davon, aber wie der Bruder schon sagte, in Kapitel 5 und weiter, man müsste halt den Römer und den Galaterbrief jetzt meines Erachtens nach, korrigiert mich, komplett lesen, aufnehmen und verstehen, also geistlich jetzt, ne, das auch verdauen können, deswegen langsam machen. Aber ich rezitiere mal hier aus Kapitel 4, Vers 21 bis 31, da heißt es, sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt. Also hier spricht Paulus offensichtlich zu den Juden, ja, weil das sind die Menschen, die unterm Gesetz sein wollten. Man sagt 22, es steht doch geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Also hier geht es einmal um Ismael und Isaak, ne? Dann heißt es, einen von der leibeigenen Magd, den anderen von der freien. Der von der Magd war gemäß dem Fleisch geboren. So wie die ganze Welt, Geschwister, ne? Also, und dann heißt es weiter, der von der freien aber nach Kraft der Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn. Dies sind nämlich die zwei Bündnisse. Das eine vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert. Das ist Hagar. Denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und entspricht dem jetzigen Jerusalem und es ist in Knechtschaft samt seinen Kindern. Das obere Jerusalem aber ist frei und dieses ist die Mutter von uns allen. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen liegst. Denn die Vereinsamte hat mehr Kinder als die, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, sind nach der Weise des Isaaks Kinder der Verheißung. Denn gleich wie damals der gemäß dem Fleisch Geborene den gemäß dem Geist Geborenen verfolgte, so auch jetzt. Was aber sagt die Schrift? Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir also Brüder.
nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Amen. Und hier wird auch explizit gesagt, also zum Beispiel alle Muslime, ja, die stammen von Ismail ab. Ismail aber, ja, ist wie das damalige Jerusalem und auch heute, ja, alle, die nicht an Jesus glauben, es ist samt seinen Kindern, ja, Jerusalem wird immer als Tochter bezeichnet, sie ist samt seinen Kindern, ja, so wie die Araber, in Knechtschaft nach dem Fleisch, weil sie nach dem Fleisch leben. Aber wir und alle, die nach Jesus Christus, durch Jesus Christus mit dem Heiligen Geist versiegelt worden sind, wir sind Kinder, ja, so wie es Abraham verheißen worden ist, nach dem Geiste nach. Amen. Genau, und wenn wir Kinder Amen. Sind, dann also sind Leute, wir auch Miterben. Würden wir jetzt nicht eine Bibelstunde machen hier, war ich kurz davor, ein paar Verse gegen den Islam zu schießen. Also die Brüder hier, die haben die lieben Muslime jetzt verschont. Ne? Also das ist gut, dass wir sogar eine Bibelstunde hier machen und darüber ein bisschen aufklären. Das ist auch ganz wichtig. Wir sollen das ja auch machen. Wir müssen auch mehr über die Bibel lernen. Das ist ja auch schon mal okay. Leute, da mache ich erstmal eine kleine Pause. Und genau, ich wäre dann auf jeden Fall eventuell, ich weiß jetzt nicht, wer alles da ist, ganz, ganz spät nochmal da. Ne? Also Leute, ich küsse eure Herzen und die Wahrheit, biblisch, Survivor, Apologet, Tankatu, ich küsse eure Herzen, wirklich vielen, vielen Dank, ne, Flex, dass wir darüber aufgeklärt haben. Flex, und, du musst warten bis 200.000k voll ist, weil du weißt doch, Dona, dein Mod, die hat doch so einen inneren Monk. Aha, ja gut, also wenn ihr diese 200k los. Noch voll machen wollt, dann kommt, legt mal alle los hier. Komm, alle mal gemeinsam. Kommt Leute, alle gemeinsam jetzt, 200 Menschen. Einmal ja. ganz kurz. Ich will dann an der Stelle kurz vielleicht vielen Dank sagen, dass du hier so gute Arbeit machst, Flexa, und Aufklärung betreibst. Du bist so leise, du musst ein bisschen lauter reden. Hört man mich jetzt besser? Jetzt hören wir dich. Also ich wollte vielen Dank sagen, dass du hier so eine tolle Aufklärung betreibst, immer geduldig bleibst und das ist sehr wichtig, was du machst und in der Liebe bleibst und immer versuchst, bei der Wahrheit zu bleiben und objektiv. Also wirklich super Arbeit. Ich höre mir das hier immer gerne an bei dir. Weiter so, ja? Vielen Dank. Danke. Ja, für mich ist es einfach nur wichtig, dass wir zusammen einfach in der Liebe einfach ermahnen und wenn wir Fehler machen, dass wir korrigieren und all diese Dinge. Ne? Das ist mir äußerst wichtig, ne? Sehr, sehr wichtig. Ich sehe das auch so und ich denke, das Wichtigste dabei ist, dass man immer die Bibel im Gesamten sieht, als ganzes Machwerk und nicht Sachen aus dem Zusammenhang reißt, so wie die es ein bisschen davor gemacht haben. Ich glaube, die hatten einfach ein bisschen, sind auf Propaganda reingefallen von Israel-Hassern und so weiter und wollten jetzt diesen Hass irgendwie mit der Bibel rechtfertigen. Da müssen wir immer gucken, ob das auch wirklich korrekt ist oder nicht, wenn es Leute halt machen und die dann halt ja. mit Nachdruck zur Not darauf hinweisen, dass es halt so nicht funktioniert. Und das und auch, dass man die Fakten da halt anschauen muss, politisch und alles. Auf jeden Fall weiter so und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Gottes Segen. Amen. Sehr schön. Oh mein Gott, wir haben 200k. Ich kann jetzt endlich offline gehen, Leute. Also. Gnade und gut, Friede sei alle mit euch. Gottes ja, Segen, Geschwister. Meine lieben Geschwister und Brüder, die hier sind, ja, es war mal ein sehr, sehr erfolgreicher Stream, mal wirklich sehr, sehr schön. Und eventuell, wenn meine Kraft es zulässt, dann bin ich später nochmal da, weil heute habe ich echt zu lange gestreamt. Das waren locker 3 Stunden, Leute. Und ich denke mal, eine kleine Pause ist schon mal gut. Ne? Bruder. Also, möge der Herr dich segnen für deine Arbeit Danke. Und dir auch viel Kraft geben weiterhin. Und ja, möge er uns alle segnen in den wunderbaren Danke, Namen Bruder. Unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wie Amen. Gesagt, der Bruder Amen. Mensa macht noch weiter, ne Bruder? Ich guck bei ihm zu, aber ich gehe jetzt nicht rein. Ich könnte reingehen, aber um Himmels Willen, ich brauche eine kleine Pause. Ne? Ja. Wir wollen auch da also, weiter zuschauen, deswegen frage ich, Bruder.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, an die Brüder und Geschwister, bis denne und Adele, danke, danke, danke und bis später, Leute. Bye, Gottes bye. Segen, tschüss. No, Gottes Segen, Nico, ich küsse dein Herz, Bruder.